Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines Schminki für dich, ein kleines Get Ready With Me und ja, auch ein kleines Q&A. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ich habe euch unter meinem letzten Q&A darum gebeten, dass ihr mir einfach ein paar Fragen stellt und das werde ich jetzt verbinden mit einem Austestvideo von neuen Produkten, die bei mir eingezogen sind, denn ich habe ganz viele Adventskalender aufgemacht. Viele Produkte sind auch durch Beautyboxen bei mir eingezogen und so. Genau, und das wollte ich jetzt in Kombi einfach mal auf meinem Gesicht ausprobieren. Ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Produkt an und das ist hier von Lancôme Prep and Matte, dieser Refreshing Mattifying Make-up Primer. Da habe ich hier diese kleine Größe von. Ihr könnt mir auch gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben, weil ich möchte ja selber nicht spoilern, ob ihr euch noch erinnern könnt, aus welchem Adventskalender, aus welcher Box oder die einzelnen Produkte sind, die ich hier so zeige. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Also ich kann mich tatsächlich an sehr, sehr vieles erinnern. Und ja, bin gespannt, ob sich das so mit euren Erinnerungen matcht. Genau, den verteile ich jetzt erstmal so komplett in meinem Gesicht. Das ist auch nur der erste Primer, den ich mir aufgeben werde, weil ich möchte nicht komplett matt bleiben. Aber ich möchte gerne so eine, eigentlich soll der ja sogar feuchtigkeitsspendend sein, ne? So eine hydratisierende Base möchte ich mit drunter geben. Ich gebe das auch meistens noch so ein bisschen auf meinen Hals, weil ich ja auch Pflege auf meinem Hals auftrage, ne? Und deswegen denke ich mir immer, dass ein Primer auf dem Hals einfach nicht schaden kann. Genau. So, ich glaube, ich komme jetzt auch direkt mal zu der ersten Frage, die mir gestellt worden ist, beziehungsweise die erste Frage, die ich mir so rausgepickt habe. Und die kommt von der lieben Liz58, ist das, glaube ich, gewesen. Boah, Handy entsperren. Und zwar hat sie gefragt, genau, Liz58, hallo Claudi, ich schreibe dir jetzt auch einmal, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an dein erstes Video, in dem du dich geschminkt hast. Ich mich auch, ja, das ist auch schon ungefähr 2 Jahre her, ne? Wie hast du das eigentlich hinbekommen, in einem eigentlich nicht so großen Zeitraum so viel Routine im Look, im Schminken zu bekommen? Deine Looks sehen immer super aus. Ich bin wesentlich älter als du und bin ansonsten immer stille Zuschauerin von dir. Oh, ich finde das immer so schön, wenn halt auch stille Zuschauer, ne, mir dann unter dem Video eine Frage stellen, finde ich klasse. Dass ich heute schreibe, wurde einfach durch die Frage angeregt, dass viele nur schreiben, wenn es Verlosungen gibt. Das finde ich übrigens auch ziemlich Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde deine Videos sehr unterhaltsam und danke dir für deine Mühe. Liebe Grüße, Liz. Ja, Liz, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich getraut hast, mir eine Frage zu stellen. Ihr könnt mir immer Fragen stellen, ne? Also ihr wisst es ja auch, ich antworte auch auf Fragen, die generell unter Videos gestellt werden. Es sei denn, ich rufe zu einem Q&A auf, da sammle ich das dann ein bisschen. Als nächstes verwende ich hier von Ofra diesen Rodeo Drive Glow Highlighter. Ich glaube, das ist eigentlich eher so ein Produkt, was man sich eher so punktuell aufgeben sollte. Der Deckel geht ein bisschen schwer bei den Ofra Produkten. Genau. Also, die Routine ist halt einfach dadurch gekommen und das ist auch einfach dadurch bedingt, dass ich ja sehr, sehr, sehr viele Videos drehe, dass ich einfach immer wieder drauf losgeschminkt habe. Ich gucke mir unfassbar viele andere YouTuber an, ganz, ganz viele, die sich viel schminken. Das ist natürlich ganz, ganz klar Hatice Schmidt, die gucke ich mir an und ich schaue mir an Luisa Creschen und ich versuche immer wieder zu lernen, ne? Auch Franka, wenn die sich schminkt, ich schaue mir das unfassbar gerne an, weil sie halt genauso wie ich auch ein bisschen Schlupflider hat, ne? Und auch englischsprachige YouTuber schaue ich gerne, einfach um einfach so ein bisschen zu lernen. Und ich finde, dass das ganze Leben sowieso ein riesiger Lernprozess ist und man kann sich nicht auf dem, was man gerade so macht, ausruhen. Das mache ich generell nicht in meinem Leben. Warum sollte ich denn das dann beim Schminken machen, ne? Ich bin ja sowieso ein sehr kreativer Mensch, also ich male auch gerne. Übrigens finde ich diesen Primer schön glowy, aber es ist schon richtig, dass ich mir darunter eine Base aufgegeben habe, weil ansonsten wäre das mir zu trocken gewesen. Ist es gerade Gewitter draußen oder fliegt da nur ein Flugzeug? Wobei, ich kriege gerade ein bisschen Angst und gleich habe ich Sammy hier wieder sitzen. Auf jeden Fall ist das immer Routine, 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 ne? Jetzt verwende ich hier von M. Asam das Magic Finish. Das finde ich ganz interessant. Habe ich euch versprochen, dass ich das verwende, als ich das ausgepackt habe und jetzt wird es getan. Genau. Und dadurch, dass ich dann halt ja, manchmal sogar fast täglich hier gesessen habe und Videos gedreht habe und diese Videos dann auch wirklich geschminkt gemacht habe,
hat sich so eine gewisse Routine entwickelt. Also bei weitem. Es sieht nicht immer perfekt aus, was ich hier mache, Leute. Das wissen wir alle. Manchmal ist es einfach furchtbar. Aber ich bin ultra ehrgeizig, dass ich, wenn ich auch einen Look geschminkt habe, der schäbig aussieht, um das mal ganz ehrlich zu sagen, dass ich einfach will, dass dieser Look gut wird. Und dann strenge ich einfach mal eine Rübe an und schaue, wie ich das Beste dabei raushole. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Also ich habe auch schon den einen oder anderen Look geschminkt, vor allem als ich angefangen habe, mir Cut Creases oder so zu schminken, ne? Wo ich echt gedacht habe, glaube ich ganz ehrlich, das kannst du auch keinem zeigen, ne? Aber ich habe mich dann trotzdem getraut, habe das Video auch veröffentlicht und mir wurden dann auch einfach Tipps gegeben, weil ich in den Videos dann auch Fragen stelle, weil ich mich weiterbilden möchte, wirklich, ne? Weil ich einfach erfahren möchte, okay, wie hätte ich das denn besser machen können? Oder was empfehlen andere, wie man es schöner machen könnte? Ich habe übrigens jetzt nur ein ganz kleines bisschen von diesem Magic Finish aufgegeben. Für mich ist es nicht hundertprozentig eine richtig krasse Foundation oder so, aber es ist eine Geschichte, die so ein bisschen meine Haut optisch beruhigt hat, ne? Das ist jetzt nicht super deckend, aber ich würde es tatsächlich jetzt auch so lassen, oder? Viel mehr würde ich gar nicht aufgeben. Siehst du, wieder so eine Frage. Jetzt werden nämlich vielleicht sogar manche, die dieses Produkt schon verwendet haben, unten in die Kommentare schreiben, wie sie es anwenden und was sie mir empfehlen, was ich vielleicht das nächste Mal anders machen könnte. So, so funktioniert das hier. Und deswegen liebe ich auch tatsächlich meine Community. Ich liebe euch alle von ganzem, ganzem Herzen und das meine ich auch ernsthaft so, ne? Ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr herzlicher und sehr, sehr ehrlicher Mensch. Weil ihr so lieb seid, weil da einfach ab und an hast du da manchmal ein paar Querulanten mit dabei sitzen, die werden dann einfach mal, ne, ausgeblendet aus dem Kopf, aber im Großen und Ganzen, Leute, ihr seid alle super konstruktiv und wir helfen uns gegenseitig und das finde ich so, so geil, dass man hier einfach sich gegenseitig voranbringt, ne, voll krass. Dann habe ich hier einen Concealer von Yves Saint Laurent, jedenfalls glaube ich, dass es ein Concealer ist, Touche Eclat Radiant Touch heißt das und das ist die Farbe Nummer 2. Ja, es ist eigentlich so ein Ding, was mich an einen sehr alten Concealer von mir von Essence erinnert. Ich glaube, den gibt es auch immer noch, den günstigsten von Essence, den es so gibt. Dieses Produkt muss man aber so wie so ein Kugelschreiber raushauen. Keine Ahnung. Okay, während das Ding mal überlegt, vielleicht in diesem Universum Produkt abzugeben, schaue ich einfach mal die nächste Frage an. Ich hoffe, Liz, ich habe deine Frage beantwortet. Es ist einfach Learning by Doing und Tipps sich anhören, nach Tipps fragen und ja, sich einfach immer wieder auszuprobieren und einfach niemals aufzuhören und niemals aufzugeben. Das ist auch immer ganz wichtig. So, dann habe ich von Cinderella Blockt Neu. Das ist ja eine ganz, 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 ganz liebe Maus, die liebe Cindy. Das ist ein ganz tolles Video und ich finde dich wieder so sympathisch. Dankeschön, meine Liebe. Du bist eben so bescheiden und zufrieden. Du weißt, worauf es im Leben ankommt und du magst Türkis. Das stimmt also alles. Meine Frage für das nächste Mal. Welche YouTuber schaust du sehr gern und regelmäßig? Und als zweite Frage, welches Erlebnis oder welche Zeit hat deine Persönlichkeit am meisten geprägt? Wenn es zu persönlich ist, einfach ignorieren. Du hast es aber gefragt. Okay, wir schauen jetzt erstmal die Frage an, welche YouTuber ich regelmäßig schaue. Ganz vorneweg ist es auf jeden Fall die Franka von Franka's Favorites. Dann Nicole. Unbox Butterfly Nicole, die schaue ich auch richtig, richtig gerne. Wenn sie Videos rausbringt, wieder natürlich auch Hatice Schmidt, dann Ellie, Alicia Marie, die schaue ich auch richtig, richtig gerne. Hier möchte irgendwie nicht ganz so viel Produkt rauskommen, ne? Gut, ich gebe mir auch meistens gar nicht so super viel Concealer auf. Wen schaue ich denn noch alles? Leute, Leute, Leute. Ich gucke auch, das darfst du ja auch keinem erzählen, ne? Richtig viele Horrorfilme auf YouTube. Warum ich Horrorfilme auf YouTube gucke? Ich gucke tatsächlich mehr Horrorfilme als Beauty-Videos, weil ich einfach da tatsächlich so ein bisschen die Vorstellung habe, dass wenn ich mir Horrorfilme angucke, dass ich mich dann manchmal vom Alltag einfach besser ablenken kann. Das hört sich total merkwürdig an, ne? Aber dass ich dann einfach mich so darauf fokussiere, dass ich dann einfach auch, weiß ich nicht, den Horror vom Alltag manchmal vergessen kann. Das ist merkwürdig, aber so denke ich halt irgendwie. Genau. Ja. Also da kommt jetzt echt nicht viel Produkt raus. Aber gut, wir haben ja auch eine leichte Foundation. Ach guck, da unten ist Produkt drin. Dann ist das gar nicht so schlimm mit diesem Concealer. Ich kann ja mal eben kurz gucken, wen ich alles so in meiner Abo-Box drin habe.
Ich bin nämlich auch ein super vergesslicher Mensch, Leute, ne? Muss ich ja auch ehrlich sagen. Oh ja, Moldavid, richtig geil, hat gerade ein neues Video rausgebracht, die liebe Nadine, mega coole Frau. Ja, Dagibi habe ich abonniert, aber die gucke ich nicht wirklich. Anni, die Ente finde ich ganz witzig für ab und zu, aber jedes Video gucke ich mir nicht an. Contra Junkie, richtig geil, gucke ich mir auch unfassbar gerne an. Mit sehr viel Humor, die Frau. Alina Jasmin, klar, gucke ich. The Taze, schaue ich auch richtig, richtig gerne. Sie ist aber aktuell sehr ruhig, was Videos angeht. Offen und ehrlich finde ich auch ganz witzig, weil die so manchmal ein paar Leute auf die Schippe nehmen. Sami Slimani ist irgendwie in letzter Zeit wieder aktiver geworden. Den habe ich vor Ewigkeiten mal abonniert gehabt. Und jetzt in letzter Zeit kommen auch wieder regelmäßiger Videos von ihm. Den schaue ich auch wohl. Beauty Over Age Astrid schaue ich auch ganz gerne. Die schaue ich tatsächlich auch immer sehr gerne, wenn ich mich so fertig mache. Ne? Wenn ich einfach so im Badezimmer bin. Fräulein T, richtig, richtig liebe, ehrliche und ausführlich erklärende Frau. Finde ich echt klasse. Netzkino, ja, da ist wieder ein Horrorfilm. Marvin Magnificent, ne, den schaue ich mir auch gerne einfach mal an, wenn man ein bisschen lustig was gucken möchte, Spaß haben möchte. X-Later, ja, die habe ich damals mehr geschaut, mittlerweile nicht mehr so ultra viel, aber ich mag sie sehr gerne. 9999 Dinge, das ist ja die Adventskalender-Queen schlechthin. Sommers Weltliteratur to go, kann ich euch nur empfehlen. Innerhalb von 15 Minuten lernt ihr ungefähr jeden mega wichtigen Titel, Buchtitel kennen und er erklärt das mit Lego-Männchen. Feier ich hart. Der bringt mich wirklich weiter. Das finde ich cool. Also ich kenne ja noch, ne, ich hatte damals Deutsch LK, da haben wir richtig viele Bücher gelesen. Den kann ich auch sehr empfehlen. Der hat ja, also richtig krass, was man da einfach an Literatur lernt. Finde ich cool. Kati, also ehemals The Beauty to Go, gucke ich auch sehr gerne. Übrigens trocknet mein Concealer gerade und ich erzähle hier weiter, ne? Hana Yoko Astrology, die habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Das habe ich auch auf Instagram geteilt. Das ist auch eine ganz, ganz liebe, coole Frau, die sehr viel über Astrologie und dieses ganze Mystische erzählt. Kelly Mrs. Vlog ist einfach auch eine witzige, die ich mir angucke. Kim Lian schaue ich mir an. Jo, Julia Groth schaue ich mir an, Sarah Isabel, eine englische, die Eltoria, die gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an. Die haut nämlich richtig geile Adventskalender-Videos raus. Die ist ein bisschen drüber in ihrer Art, aber ich mag die. Bibi's Beauty Palace schaue ich mir auch nicht jedes Video an, weil ich die manchmal ein bisschen zu drüber finde. Die 5 Minutes Crafts Girlie natürlich. Natürlich, Maxim Giacomo, der hat jetzt heute hier den Adventskalender gepostet. Shirin Ghosh, ja, schaue ich auch manchmal. Wen habe ich denn noch? Olesias Welt, eine ganz, ganz tolle. Also wenn ihr angenehme Stimmen mögt, die kann ich euch empfehlen. Ich hau gerade hier richtig ganz schön viel raus, Leute. Ne? Ich habe viele, die ich wirklich mir anschaue. Julina Menn schaue ich mir auch gerne an. Wobei die auch weniger Videos in letzter Zeit rausbringt. Ninas Kosmetik schaue ich gerne. Die bringt auch immer richtig gute, was gerade so neu in der Drogerie ist und so raus. Das schaue ich auch gerne, habe ich eben noch beim Kochen geschaut. Ginny's Highlights, richtig geile Frau. Also die ist bombenhart. Ich finde die echt klasse. Die schaue ich gerne, wenn ich hier mich schminke und mich fertig mache für ein Video, ohne dass ich halt vorab in dem Sinne ein Video dazu drehe. Also quasi, wenn ich mich für ein Adventskalender-Unboxing fertig mache, ich meine, das mache ich jetzt ja auch, aber wenn ich jetzt nicht die Kamera dabei laufen lasse. Die schaue ich so gerne, das macht echt viel Spaß. Mama Co. ist auch eine ganz, ganz tolle, liebe Frau. Wobei, manchmal bringt sie Sachen, genau, es ist dann ein bisschen teuer, sage ich mal. Ne? Also testet sie auch gerade Sensei. Das ist schon super teuer. Ich meine, klar, ich habe ja auch nicht Billigkram rumliegen, ne? Aber ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu teuer, kreativ leicht gemacht. Das ist eine Abonnentin von mir, die ich jetzt selber abonniert habe, aber finde ich auch super cool, weil ich ja auch selber so ein kreativer Kopf bin und mir das auch gerne einfach mal anschaue. Klar, Miss Curly Jen schaue ich mir an. Mit der habe ich auch ein Tausch- und Trash-Paket schon gemacht. Wen haben wir denn hier? Reaction Time. Das ist ein englischer YouTuber. Richtig geil. Oder amerikanisch. Natürlich Katis Kosmos. Eskai ist ganz witzig. Der reagiert auf alles Mögliche. Das ist ja so ein bisschen der reagiert auf dieses Hartz-IV-TV. Ist manchmal einfach ganz schön, um abzuschalten. Klar, Cinderella Block neu, die mir tatsächlich auch eben die Frage gestellt hat. Sarah Desideria habe ich tatsächlich auch im Abo, aber ich finde sie manchmal ein bisschen nervig, aber ich gucke es mir trotzdem an tatsächlich. Ja, die ganzen Horrorkanäle habe ich auch abonniert. Chiquita's Place habe ich abonniert. Wen habe ich hier? Netzkino, ja. Die ganzen Horrorfilme gerade. Macht nichts, klar, den schaue ich mir auch an. Das sind immer so ganz kurzweilige Videos, ne? Das ist auch ganz cool. Vivi wieder, die ist auch eine ganz liebe. Die habe ich letztes Jahr kennengelernt über die Adventskalender-Unboxings. Ja. Hier,
Daisy and You, hier habe ich jetzt gerade ihren Vlog-Kanal. Ach, wie heißt Like a Daisy in Spring. Die schaue ich auch richtig gerne. Heißt auch Sarah Isabel, glaube ich. Haben wir nochmal Eltoria. Wiederholt sich Drama Detective, Leute. Der ist richtig witzig. Das ist halt so ein Deutscher, der halt entsprechend auf irgendwelche Drama-Geschichten reagiert. Sehr witzig tatsächlich. Honey's Dies und Das Kanal, die hieß mal irgendwie Honey Ahnungslos, hat sich jetzt umbenannt. Die finde ich auch ganz knuffig und ganz witzig. Knuffig ist auch ganz merkwürdig, irgendwie das so zu sagen, weil sie einfach, ich glaube, sogar ein paar Jährchen älter ist als ich, aber Honey, ich finde dich trotzdem knuffig. SWR Marktcheck finde ich auch immer ganz interessant. Da gucke ich mir einfach den Marktcheck, also dieses, die haben halt eine Serie, ne? Das ist halt eine ganz normale Reportage. Die erscheint ein paar Mal in der Woche. Ich muss unbedingt den Concealer mal einarbeiten. Und das schaue ich mir sehr, sehr häufig an. So abends einfach, wenn ich auf der Couch liege, weil wir haben halt wenig, dass wir Fernsehen. Wir gucken halt YouTube-Videos, ne? Und da ist es halt einfach mal so ein, ja, informatives Gedöns, was ich mir dann mal reinziehe, und die haben halt aktuelle Themen. Da ist auch viel, was Garten angeht, was ich immer super interessant finde, weil wir haben ja selber einen Garten und da hole ich mir auch selber meine Tipps her, wie ich halt so meinen Garten gestalten könnte, was man vielleicht machen kann, wenn die Pflanzen irgendwelche Probleme haben oder so. Deswegen gucke ich das ganz gerne. Also ich bin halt wirklich, was meine Abo-Box angeht, ich bin da sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, ne? Das sind die unterschiedlichsten Themen und das ist halt auch einfach darin begründet, dass ich sehr viele verschiedene Interessen habe. Beauty ist eine Facette von mir, aber andere Sachen sind auch sehr, sehr stark bei mir, ne? Natürlich auch diese ganzen Wirtschaftsthemen und Politik, ja, geht so, ne? Aber jetzt aktuell die amerikanische Politik interessiert mich schon, weil das ja schon eine Sache ist, die uns alle ja auch irgendwo betrifft, ne? Genau. So, juckt mich nicht. Klar, den gucke ich mir natürlich auch an, weil ich finde den irgendwie auch, irgendwie finde ich ihn auch ziemlich nice, ne? Genau, guckt man sich sehr gerne an, den You. Alina Jasmin hatten wir eben schon, genau. Marie Tuga schaue ich mir auch ganz gerne an, weil es halt auch eine ganz, ganz liebe Person ist, ne? Jo Nessa, auch eine ganz, ganz liebe. Lubella, die ist immer sehr sympathisch, so ein Sonnenschein tatsächlich. Victoria Sarina, puh, die habe ich damals öfters mal geschaut, aber mittlerweile ist es nicht mehr ganz so meine Welt, weil mir das alles irgendwie zu abgehoben, zu kindermäßig ist. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber ich finde die ein bisschen sehr aufgesetzt und ja, dann ist es nicht ganz so das, was man sich in seiner Freizeit geben möchte, um das mal so zu sagen, ne? Genau. Ich hau raus, läuft bei mir. Ja. Genau, Inner Schminktisch, die gucke ich auch richtig gerne. Die hat manchmal auch etwas längere Schminkvideos. Es ist einfach sehr, sehr angenehm, sie zu schauen, weil sie einfach so drauf losschminkt. Und das ist halt eine Person, die einen auch animieren kann, wirklich mal zu machen. Gar nicht groß irgendwie zu hinterfragen, ob das alles so richtig ist, sondern einfach mal machen. Und das ist ein Mensch, die regt mich kreativ an. Das finde ich ganz angenehm tatsächlich. Ja. Und dann halt noch hier die ganz normalen, ne? James Charles, Laura Lee und hast du nicht gesehen? Ja, Kramsen. Maxim habe ich schon gesagt, Just Susie habe ich nicht gesagt, ne? Nee, die hatte gestern auch ein Video rausgebracht über Smoothie Dog, yay! Genau, und dann natürlich auch Yoga Junkies, den Kanal habe ich auch abonniert. Jo, Tamtam natürlich, El Angelo kann ich euch mega ans Herz legen. Die Özlem, das ist so eine geile Socke, ey, finde ich echt großartig. Wayne Goss, klar, Danny Pelletier, das ist ja der Freund, Lebensgefährte von Maxim, auch ein cooler Typ. So geht YouTube, wichtiger Kanal, falls ihr selber mal überlegt, YouTube zu machen oder so. Da werden euch viele Tricks und Tipps ans Herz gelegt, so. Und die habe ich damals, echt, da habe ich fast jedes Video mir angeschaut, als ich hier angefangen habe mit YouTube. Und jeder neue YouTuber, der mich anschreibt und fragt, ob ich Tipps habe, dem empfehle ich direkt diesen Kanal, weil die einfach so, so gut sind. Ja, Worldwide Wohnzimmer, Painpot, Michael Adrian, ne, die üblichen halt. Mello Flori, klar, auch eine ganz, ganz liebe. Da muss ich mir dieses 1 Stunden, 17 Minuten Video noch reinziehen. Das wollte ich eigentlich gestern machen, als ich Wäsche gefaltet habe. Creepy Pasta Punch, einfach auch mal so ein bisschen, um was zu gruseln, ne? Finde ich auch ganz cool. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Tüdelüdings, natürlich gucke ich mir das auch an für Kreativität. Und. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Aber ne, tatsächlich, oh, jetzt habe ich meine Fragen geschlossen, läuft bei mir. Auf jeden Fall bin ich ein absoluter Fan von Diversität, ganz viele verschiedene Sachen. Genau, dass ich halt nicht immer das Gleiche gucke, sondern mal hier gucke, mal da gucke und, finde ich einfach super wichtig.
So, damit habe ich hoffentlich deine Frage ausgiebig beantwortet. Den Concealer habe ich jetzt einfach mal den Fingern eingearbeitet, weil das auch ein ganz, ganz leichter Concealer ist. Den siehst du ja praktisch gar nicht, ne? Jetzt muss ich eben kurz den Akku wechseln und dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Welches Erlebnis oder welche Zeit hat deine Persönlichkeit am meisten geprägt? Dabei trage ich mir erstmal von Morphe hier den Eyelid Primer auf, Translucent, das ist dieser hier. Habe ich mir in letzter Zeit angewöhnt, das zu machen, bevor ich abpuder, weil dann kann ich direkt meine Augen mit abpudern. Das ist irgendwie ganz cool, finde ich. Auf jeden Fall, wie kommt das hier raus? Oh Gott, das kommt hier super fest raus, da muss ich gleich mal gucken, wie ich das am besten hinkriege tatsächlich. Wahrscheinlich mit einem Pinsel. Okay, das waren zwei verschiedene Ereignisse oder zwei verschiedene Zeiten, würde ich mal so sagen, in meinem Leben. Es fing an mit einem mit einer sehr, sehr düsteren, sehr, sehr negativen Zeit. Das war von der 8. zur 9. Klasse, genau. Also im Prinzip in der 8. Klasse, da bin ich richtig böse gemobbt worden in der Schule und hatte auch allgemein eine sehr, sehr schwere Zeit, auch im Privaten in Anführungsstrichen, also außerhalb der Schule. Da will ich tatsächlich auch gar nicht allzu sehr drauf eingehen. Da sind viele schlimme Dinge in meiner Familie passiert. Und genau, das hat mich sehr negativ geprägt. Das hat mich sehr nachdenklich geprägt. Also da ist viel in meinem Kopf passiert, da ging es mir wirklich nicht gut. Da habe ich auch an vielem gezweifelt und das tatsächlich mitten in der Pubertät zu haben, ist echt hart gewesen. Also das wünsche ich keinem, dass das so passiert und ich verachte alle Menschen, die mobben tatsächlich. Also ich versuche es, wenn ich einen Menschen dabei erwische oder wenn ich es bemerke, zum Beispiel auf der Arbeit oder so, dass man da irgendwo versucht zu intervenieren und so ein bisschen versucht zu vermitteln, den Leuten auch mal so ein bisschen vor Augen führen kann, dass sie überhaupt gerade mobben, weil meistens merken die Leute das gar nicht. Und genau, ich bin dadurch halt auch sehr, ich habe ein großes Recht und Unrechtbewusstsein bekommen und habe angefangen auch Dinge zu hinterfragen. Und ja, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, also die ganze Zeit so drumherum, weil einfach in diesem Zeitraum, als ich in der 8. Klasse war, so viele Dinge passiert sind, die einfach nicht hätten passieren dürfen, wo ich halt auch hinterfragt habe, ob das alles so richtig ist, was auf der Welt so passiert und das in einem zarten Alter von, wie alt ist man da, 13 Jahren, ne? Also da bin ich schon quasi erwachsen geworden, mehr oder weniger, oder in die Selbstständigkeit gebracht worden, weil ich alleine da stand. Also mir hat einfach auch keiner geholfen und da habe ich Selbstständigkeit gelernt, ja. Und Realismus leider auch. So, abpudern werde ich mit einem Produkt, das kann ich euch aber sagen, woher ich das habe. Das habe ich nämlich aus dem Tauschpaket von der lieben Nathalie bekommen. Nathalie Nord Beauty. Gucke ich natürlich auch, sehr gerne, aber sie hat jetzt irgendwie in letzter Zeit keine Videos rausgebracht. Nathalie, ne? Das ist von NYX, das Sans Filter, No Filter, Sans Filtre. Genau, das Porcelain Powder. Das gebe ich mir jetzt heute das erste Mal auf. Bin ich sehr gespannt, wie das so ist. Ist halt ein Puder, ne? Ja. Und genau, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, weil ich da auch einfach, ja, realistischer geworden bin. Vorher war man einfach ein nicht wirklich viel nachdenkender Mensch, ein Kind, ein einfach lebendes Objekt. Und dann war ich auf einmal in der Pubertät mittendrin und fast schon erwachsen gemacht worden. Also das war ganz, ganz grausam, wirklich die Zeit. Ne? Das ging mir nicht gut. Und ich bin froh, dass ich das Ganze so weit überstanden habe, dass ich vor allem auch den Mut gefasst habe, dann irgendwann zu meinen Eltern zu sagen, dass es einfach nicht so weitergeht und dass ich eine Veränderung in meinem Leben brauche. Und da habe ich dann ja auch den Schulwechsel hinbekommen. Meine Eltern wollten das nicht. Ich wollte das schon. Es ging nicht anders, Leute, ganz ehrlich. Das hätte auch nicht wieder gekittet werden können in der Schule. Im Prinzip war das auch ein Weglaufen von meinem ganz normalen, üblichen Umfeld, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Ich musste einfach raus aus der ganzen Geschichte und weg. Ich musste einfach weg. Weil dadurch, dass man natürlich auch in eine andere Stadt oder in ein anderes Dorf schulmäßig gegangen ist, hat man sich ja auch ein komplett neues Umfeld aufbauen können. Also ich konnte das. Und konnte mich dann auch von vielen Dingen in der Familie distanzieren, was auch sehr, sehr wichtig war zu dem Zeitpunkt. Und ja, das war alles schon richtig so und hat mich dann auch
im Nachhinein wirklich positiv geprägt. Also dieses Ganze, dass ich selbstständig geworden bin, dass ich auch ein so selbstständig denkender Mensch bin und ein manchmal auch sehr, sehr nachdenklicher Mensch, ist schon richtig so, tatsächlich. Und wäre das Ganze nicht passiert, wäre auch das zweite mich sehr, sehr prägende Ergebnis oder Erlebnis niemals passiert, nämlich, dass ich meinen Freund kennengelernt hätte. Den habe ich kennengelernt, da bin ich in die Oberstufe gekommen, in der 11. Klasse. Ich bin ja noch 13 Jahre zur Schule gegangen, bei uns gab es 13 Jahre Abitur. Jetzt verwende ich hier von Cozart das Sun Powder glänzend, super krass pigmentiert, da muss ich gleich ganz vorsichtig mit umgehen. Genau, ne? Und da nehme ich mir auch einen sehr, sehr fluffigen Pinsel für. So. genau. Also ich habe dann die Zeit ganz gut gelebt. Also ich habe mich auch persönlich sehr gut entwickelt, um das mal so zu sagen. Bin zu einer nicht unbedingt jetzt von allen total geliebten, beliebten Personen in der Schule geworden oder so. Ich war halt immer einfach da, aber niemand hat mich angefeindet. Und das war ganz gut so. Das war tatsächlich dann übrigens auch die Zeit, meine Punkzeit, von der ich ja ab und an mal erzähle, wo ich auch einfach ein bisschen mich ausprobiert habe, über die Stränge geschlagen habe. Also ich habe nie Blödsinn gemacht, ne? Also es war nie so, dass ich morgens in irgendwelchen Betten aufgewacht bin oder dass ich irgendwelche Substanzen zu mir genommen hätte, was man nicht hätte nehmen dürfen. Das heißt, ich habe einfach mich nicht so ausprobiert. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ich habe einfach ich will ja auch Vorbild sein, ich muss ja hier, ne? Ich habe Party gemacht, ich habe Spaß entwickelt zu haben, so kann man das nennen, genau. Ich habe entwickelt, Freude an meinem Leben zu bekommen und habe auch bemerkt, dass es auch so ist, dass ich kein ganz furchtbarer Mensch bin. Es gab ja Sachen, die halt auch während des Mobbings zu mir gesagt worden sind, die mich sehr verletzt haben. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich ein liebenswerter Mensch bin und dass ich Menschen wichtig bin. Und ja, das war mir dann halt auch irgendwo sehr wichtig. So. Und das habe ich dann halt von der 9., also in der 9. und 10. Klasse tatsächlich endlich erleben dürfen. Sowas wie Freundschaft. Sowohl Männerfreundschaften als auch Frauenfreundschaften. Also ich meine jetzt wirklich nur Freundschaft, ne? Das kannte ich einfach in dem Umfang gar nicht. Also ja, dass man sich halt auch gegenseitig vertrauen kann und sowas. Genau, also das habe ich dann einfach in der Zeit lernen dürfen. Und dafür bin ich auch allen, die mich damals unterstützt haben, super, super dankbar. Denn das war so warmherzig, wie ich aufgenommen worden bin in der neuen Klasse. Und es war einfach eine sehr witzige, sehr, sehr schöne Zeit. Also natürlich hat man natürlich diese ganzen Teenie-emotionalen Geschichten gehabt und so. Und rückblickend betrachtet war das aber echt alles super, super schön. Wirklich. Und also auch mit Herzschmerz und so einem Kram, ne? Das kannte ich alles vorher einfach nicht. Ich hatte doch nie irgendwelche Berührungspunkte mit irgendwelchen männlichen Objekten in dem Sinne gehabt, ne? Also das war schon alles sehr, sehr verrückt. Aber es war sehr, sehr schön, wirklich. Also ja, da habe ich auch eine sehr, sehr liebe Person kennengelernt, die jetzt auch mittlerweile geheiratet hat, wo ich auch ein Video gedreht habe, wo ich mich dazu geschminkt habe und so eine ganz besondere Freundin von mir. Und ja, genau. Ein richtiger Herzensmensch tatsächlich, den ich da kennenlernen durfte. Und ja, genau. Ich habe einfach in den 2 Jahren dann Freundschaft lernen dürfen. Und als ich dann in die 11. Klasse gekommen bin, habe ich dann auch meinen immer noch Freund kennengelernt. Und ja, dann sind wir auch tatsächlich sogar zusammengekommen und bis heute zusammen. Am 17.11. werden es 15 Jahre, also das ist echt schon heftig. Wie lange und wie schön das Ganze ist, das hat mich auch sehr geprägt, weil er mir einfach gezeigt hat, was Liebe ist. Ne, das kannte ich halt vorher so in dem Umfang auch nicht. Und also von egal von wem, ich kannte das tatsächlich auch nicht von meinen Eltern. So. Und ja, er hat mir das einfach so gezeigt und das hat mir sehr gut getan. Denn so, also wenn du selber Liebe erfährst, dann verstehst du erst, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich konnte dann auch selber Liebe geben. Also in dem Umfang konnte ich das vorher nämlich nicht, weil ich ja nicht wusste, wie das geht. Und ja, er hat mir das ganz gut beigebracht. Und ja, wir sind einfach ein sehr, sehr liebevolles, sehr respektvolles Paar. Und so verhalte ich mich auch in meinem generellen Leben. Und ja, das hat mich auch natürlich sehr geprägt. Was mich natürlich auch ein Stück weit mitgeprägt hat, ist, dass meine Eltern sich vor 10 Jahren getrennt haben. Das hat mich
an manchen Dingen zweifeln lassen, aber auch manche Dinge irgendwie verstehen lassen, die dann passiert sind und ich es einfach nicht gerafft habe. Ne? Also das ist schon eine heftige Geschichte gewesen damals, weil das nach außen hin immer alles perfekt war, aber nach innen hin wusste ich immer, dass es eben nicht perfekt ist, weil ich das auch sehr, sehr häufig von meinen Eltern so mitbekommen habe. Die haben nicht gestritten oder so, aber es lief halt nicht. Und als ich dann halt meinen Freund hatte, habe ich dann auch selber für mich immer wieder gedacht, das ist doch merkwürdig, wie das hier läuft. Damals, als ich ein Kind war, war das alles normal für mich. Aber als ich dann selber halt Liebe erfahren habe und selber wusste, wie es normalerweise in einer Beziehung ist, habe ich mir gedacht, hey, das kann doch nicht sein, ne? Und es hat sich dann halt im Nachhinein vieles aufgeklärt und natürlich ein bisschen auch an der Institution Ehe etwas zweifeln lassen. Aber im Prinzip habe ich dadurch für mich erkannt und ich glaube mein Freund auch, dass, also er, seine Eltern sind ja auch schon länger getrennt, dass man einfach erkannt hat, wie man es anders machen kann, um sich eben wohler zu fühlen. So. Und wie man es halt besser machen kann. Es hört sich blöd an, aber es ist so. Und ja. So handhaben wir das halt auch. Also wir machen das auf unsere Art. Wir lassen uns da auch nicht viel reinquatschen, was es so angeht, ne? Und wir machen einfach das, was wir glauben, was richtig ist. So, als nächstes verwende ich jetzt einen Blush. Das ist dieser hier von Kevin O'Conn. Und das ist der Neo Blush. Ja. Das ist so ein von dunkel in hell gehend Blush. Ich denke, dass ich jetzt einfach mal mit dem Pinsel komplett durchgehen werde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da habe ich jetzt aber viel Produkt auf dem Pinsel. Ein bisschen abklopfen. Und den mir dann hier mal auftragen werde. Oh, der ist aber stark pigmentiert, aber richtig schön. Den verteile ich jetzt hier auch mal schön mit dem Pinsel. Das ist auch ein sehr festgebundener, ne? Deswegen hat er jetzt gerade, glaube ich, auch recht viel Produkt aufgenommen. Aber der sieht ja schön aus. Ja gut, das ist halt, wenn man den jetzt verteilt, dann ist der richtig, richtig schön. Man sieht ihn wahrscheinlich auch gar nicht so stark in der Kamera, wie ich den jetzt so gerade wahrnehme. Aber der sieht super toll natürlich aus, hat so einen leichten, zarten Glow noch mit dabei. Also den kannst du fast schon als Blush-Lighter verwenden. Und für mich ist es wirklich die perfekte Farbe. Schön. Sieht sehr gesund und sehr, sehr frisch aus, ne? Mag ich gerne. Genau, also das waren so die Ereignisse in meinem Leben, die mich halt auch sehr geprägt haben. Natürlich hat mich auch jede Arbeitsstelle, auf der ich jemals war, und ich war ja schon auf manchen, geprägt. Also natürlich, dadurch, dass sie mich dann auch mehr ins Erwachsenenleben geführt haben, wenn man das mal so sagen darf. Also ich gehe übrigens gerne mit Blush über die Nase, weil Sonnenbrandeffekt ist voll süß. genau. Ja, also ich bin da halt einfach erfahrener geworden in meinem Job, in meinem Beruf, reifer, schlauer auch irgendwo. Also ich finde, eine Schule oder die Schule an sich mit den Fächern, die man dort besucht hat, hat mich jetzt nicht unbedingt schlau gemacht oder nicht unbedingt geprägt, aber sie hat mir beigebracht zu lernen. Dafür habe ich persönlich die Schule für mich wahrgenommen. Ne? Natürlich habe ich da auch Sachen gelernt, wie Bücher interpretieren, Filme interpretieren, Ebenen im Raum berechnen oder, keine Ahnung, irgendwelche Rechnungen aufstellen oder Fremdsprachen lernen und so weiter. Aber ich finde, das, was die Schule einem am meisten vermittelt, ist, dass man lernt, wie man lernt, damit man halt auch im weiteren Leben nicht aufhört zu lernen, dass man halt irgendwie dadurch angefixt wird und immer weitermachen will, wenn man einfach so wissbegierig wird. Und das habe ich für mich so rausgenommen, dass die Schule eigentlich dafür da ist. Sie ist nicht unbedingt dafür da, um dir weiß Gott wie viele Sachen beizubringen, sondern um dein Lernen möglich zu machen. Irgendwie so. Ich weiß nicht. Genau, also das habe ich für mich irgendwie so. Aber vielleicht seht ihr das auch anders. Vielleicht habe ich auch Lehrer bei meinen Abonnenten. Dann tut es mir ein bisschen leid. Meine Mama ist ja auch Lehrerin, ne? Aber so sehe ich halt die Schule. Also, ja. Aber jeder so, wie er meint. Genau. Ja, das so viel dazu, zu den Ereignissen, die mich so am meisten in meinem Leben geprägt haben. Also, ich werde wahrscheinlich auch noch weiter geprägt werden, weil mein Leben ist jetzt ja gerade mal noch nicht mal an seinem Mittelpunkt angekommen, sage ich mal. Ich bin 31 Jahre alt, ne? Da kommt noch richtig viel auf mich zu, Gott sei Dank. Und deswegen, ne? Immer weitermachen, immer weitermachen. Ein bisschen krümmelt dieser Blush übrigens, aber das ist nicht schlimm. Ich finde den wirklich schön. Man sieht ihn jetzt nicht so intensiv, aber ich nehme ihn schon sehr, sehr angenehm und sehr, sehr schön wahr. Mir gefällt. So, dann gehen wir jetzt mal zu der nächsten Frage.
So, Nastja Name. Liebe Claudia, danke für das tolle und ehrliche Video. Mach weiter so. Meine Frage, bist du abergläubisch? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Oha, abergläubisch. Abergläubisch ist immer so eine ganz interessante Bezeichnung. Ich benutze jetzt von Natasha Denona Super Glow. Das ist dieser Highlighter hier. Wollte ich auch mal ausprobieren. Sieht etwas dunkel aus, aber sehr vielversprechend tatsächlich. Ich bin gespannt. Dafür verwende ich einen Pinsel, der ebenfalls neu ist, von Catrice. Also der ist nicht neu, den habe ich der ist erst neulich bei mir eingezogen. Genau, so kann man das sagen. Der ist sehr festgebunden. Hui. Ja, bin ich. Deswegen klopfe ich auch öfters hier auf Holz und versuche nicht den Tag vor dem Abend zu loben. Weil ich weiß nicht, also was heißt abergläubisch? Also ich bin halt sehr, sehr gläubig, wenn man das so sagen darf. Ne? Also ich denke, dass der Glaube sich nicht unbedingt darin ausdrückt, dass man irgendwie immer in die Kirche geht oder dass man ganz oft betet oder so. Weil wenn ich bete, ist es für mich zum Beispiel auch eine ganz andere Geschichte, als halt ein Ave Maria oder sonst irgendwas zu beten. Dann ist es für mich ein Gespräch, was ich dann einfach mit einer höheren Macht führe. Und diese höhere Macht nenne ich dann Gott oder so. Ja, kann man halt so machen, wie man möchte. Und ja, dass wir halt, also ich kann mir einfach, das ist halt so, es sind viele Dinge einfach in meinem Leben passiert, die mich einfach daran zweifeln lassen, dass alles nur aus Zufall geschieht. Wobei auch der Zufall kann in gewisser Art und Weise als Glaube bezeichnet werden, was eher... Das ist ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema, das jetzt hier irgendwie in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Also man lernt ja zum Beispiel, wenn man irgendwie mal einen Knigge liest oder so, den ich ja auch hier zu Hause stehen habe, dass man niemals Politik oder Religion irgendwo mit in den Raum werfen sollte, als Gesprächsthema irgendwo in der Öffentlichkeit, weil das immer zu Kontroversen führen wird, ist so. Weil jeder irgendwo seine eigenen Vorstellungen dazu hat, ne? Genau. Deswegen, also für mich jetzt einfach mal ganz salopp beantwortet, ja, ich bin abergläubisch, ja, ich bin sehr gläubig. Und lebe meinen Glauben dann auf meine Art und Weise aus. Ich hatte ja auch schon mal in einem Video letztens gesagt, dass ich in TC war. Also ich war in einem christlichen Ferienlager, das heißt, christliche Jugend, da wo ich halt aufgewachsen bin, war ich in einer Jugendgruppe. Erst als ganz normales Kind, als ne, Gruppenmitglied und später halt dann auch als Leiter. Und da haben wir dann natürlich auch diese ganz normalen religiösen Themen gemacht. Aber wir waren halt auch viel, was so Gemeinschaft angeht, waren wir unterwegs. Ne? Wir haben viel gemeinsam gemacht und für mich ist das halt auch alles so, ne, Gemeinschaft und Liebe und aufeinander achten, Werte schätzen und so. Das hat auch für mich viel mit Glaube zu tun. So, jetzt verwende ich für meine Augenbrauen ein Produkt, vor dem ich etwas Angst habe, weil meine Augenbrauen auch nicht wirklich gezupft sind und ich einfach jetzt mal drauf losmalen werde. Läuft. Von Catrice Darker Brows in 2 Weeks Brow Colorist, das ist dieses Produkt, habe ich in der Farbe 015 Soft Brunette. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Produkt. Aber wir gucken einfach mal, wie das so wird. Das ist halt so eine kleine Augenbrauenmascara. Und die soll jetzt meine Augenbrauen einfärben. Und wenn ich Glück habe, macht die das sogar für 4 Tage lang. Ich hoffe, ich mal nicht daneben. Außerdem, also ein ganz, ganz feines kleines Bürstchen, das sieht echt gut aus. Wenn man das 2 Wochen lang macht, jeden Tag, dann soll das die Augenbrauen sogar einfärben. Was ich krass finde. Ja, ich glaube, damit habe ich aber die Frage ausgiebig beantwortet, oder? Ja, machen wir die nächste Frage. Reni F. hat gefragt. Hallo liebe Claudi, du bist so herzzerreißend. Und dafür lieben wir dich, Süße. Dankeschön. Reni ist so eine ganz, 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 ganz liebe, herzliche Maus. Süße, es war wirklich schön, dir zuzuhören. Ich bin ein großer Fan von deinem Kanal. Immer anregend, interessant und lustig. Meine Liebe, einfach ein tolles Video. Dankeschön. Meine Frage, wie geht es deinem Opa, Süße? Ich wünsche dir und deinen Lieben einen schönen Sonntag und freue mich schon wieder riesig auf dein nächstes Video. Fühl dich ganz lieb gedrückt, Reni. PS, Dankeschön, Süße, für die ehrlichen Einblicke in das Leben, in dein Leben. Meinem Opa, ja. Ich hatte ja, ich glaube, als das mit Corinna und so, wir sagen ja Corinna, ne, anfing, darüber berichtet, dass es ihm ja nicht gut geht. Also er hat sowieso einen Herzschrittmacher oder, nee, Quatsch, ja, auch Herzschrittmacher, aber er hat auch eine Schweineherzklappe drin und diese Schweineherzklappe wollte halt nicht mehr funktionieren.
Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man über 80 ist und dann nochmal so eine riesig fette OP anstielen sollte, weil sich auch kein Mensch so sicher war, wie man das am besten machen kann. Und ja, letztendlich haben die Ärzte herausgefunden, dass es neue Methoden gibt, um diese Herzklappe zu wechseln. Die sind dann quasi von der, ich glaube, er hat gesagt, von der Achsel aus reingegangen oder von der Unterbrust, das weiß ich nicht. Er sagte, als würden die mir quasi Silikondinger für größere Brust einsetzen. Das war echt total mein Oberscharf, ne? Und genau, dann haben die das halt so machen können und mussten halt nicht den Brustkorb öffnen oder sonst irgendwas, was halt auch zu dieser ganzen Corona-Zeit super, 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 super gefährlich gewesen wäre. Also eine OP am offenen Herzen wäre gar nicht gut gewesen für ihn. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus dem ganzen Corona-Aspekt her, ne? Ja, aber das haben die gemacht und mein Opa ist auch so ein richtiger Kämpfer. Der ist mittlerweile wieder fit wie ein Turnschuh, jedenfalls ne, für seine Verhältnisse, um es mal so zu sagen. Der fährt auch immer jetzt mit seinem Scooter noch durch die Gegend. Letztens in einem Video musste ich auch mal kurz unterbrechen in einem Adventskalender-Unboxing, weil mein Onkel angerufen hat, dass mein Opa mal wieder liegen geblieben ist mit seinem Scooter. Ich glaube, ich schenke dem zu Weihnachten oder zum Geburtstag mal einen neuen Akku, weil es geht ja gar nicht, ey. Ständig hat er einen leeren Akku und dann werden wir angerufen, weil wir haben halt einen Anhänger. Und dann schleppen wir meinen Opa immer ab. So scharf, ey. Und gerade jetzt so im Winter auch ein bisschen gefährlich, ne? Naja, aber sonst, ihm geht's gut. Und diese Augenbrauenmaskara ist ja echt tricky, ey. Da muss ich gleich hier oben noch ein bisschen sauber machen. Da gehe ich gleich noch mit einem sauberen Bürstchen entlang. Also lassen wir uns davon nicht allzu sehr ablenken. Ja. Deswegen, meinem Opa geht's jetzt wieder gut. Er turnt wieder quietschfidel in Anführungsstrichen durch die Gegend. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, denn wir haben uns alle sehr große Sorgen gemacht, dass wenn er eine OP hätte in Angriff nehmen sollen am offenen Herzen, da hatten wir ein bisschen Angst, dass das Ganze nicht funktioniert. Und das Witzige, die haben halt bei dieser OP, wo die Herzklappe jetzt erneuert haben, einfach die alte Schweineherzklappe rausploppen lassen und die neue halt reingemacht. Das ist total merkwürdig, ne? Dass die dann quasi reingegangen sind und dann ploppt, die alte Herzklappe hängt dann quasi außen dran und bleibt da halt auch einfach. Und die neue haben die dann reingesetzt. Es ist beachtlich, was man heutzutage in der Medizin alles machen kann und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Jo, das heißt, mein Opa wird mir hoffentlich noch ganz, ganz lange erhalten bleiben, genau wie meine Oma auch. Mit der Corona-Situation kommen die halt so semi-gut klar, ne? Also das ist bei den Leuten im Alter von meinen Großeltern ist es halt so, dass die im Prinzip denken, ganz im Ernst, ich habe einen Krieg überlebt, dann werde ich das auch noch überleben, Schätzelein. Ja, da haben die auch soweit recht und jedenfalls hoffe ich, dass die recht haben. Aber man macht sich ja trotzdem immer so ein bisschen Gedanken, ne? Also ich weiß, dass meine Großeltern das mit den Masken nicht so gut können, allein weil die einfach dann nicht atmen können. Ne? Die kriegen dann ganz schlecht Luft und dass man halt sich so einen Attest vom Arzt holen kann, ist halt auch nicht so easy peasy. Also das wird ja immer so gesagt, ach, man kann sich einen Attest holen, dass man die Maske nicht tragen muss und so weiter. Und wenn man halt irgendwelche Probleme hat, naja, aber die Leute, die dann Probleme mit diesen Masken haben, sind eigentlich die Leute, die genau diese Masken tragen sollten, um sich nicht zu infizieren. Ne? Das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ja, die Vernunft ist auf jeden Fall da bei meinen Großeltern. Und mein Papa und meine Stiefmama wohnen ja auch mit im Haus. Die geben auch alles, um da alles gut zu halten, um das mal so zu sagen. Und deswegen mache ich mir da wenig Sorgen um meine Großeltern. Das kriegen die schon gewuppt. Und ja, ne, da bin ich wirklich sehr, 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 sehr von überzeugt, dass sie das gewuppt kriegen. Denn meine Großeltern sind Kämpfer. Alle beide. Die schaffen das. So, dieses Augenbrauenprodukt finde ich wirklich schwierig. Ich meine, natürlich habe ich jetzt nicht so die ultra heftigsten Augenbrauen. Ich denke, wenn man per se schon ein bisschen schönere Augenbrauen hat, die ein bisschen dichter sind, dann wird das ein bisschen schöner sein. Bei mir ist das jetzt doch ein kleines Mess geworden, um das mal so zu sagen, ne? Sind jetzt viele äußere Härchen auch mit eingefärbt worden, was mir jetzt so optisch nicht ganz so gut gefällt. Ich versuche da jetzt auch nochmal durchzubürsten, um das ein bisschen auszusoften. Und um von den Härchen, wo kein
Produkt drauf sein sollte eigentlich, die Farbe mal abzunehmen. Ich bin ja echt kein Ultra-Fan von diesen Augenbrauen-Mascaren. Ich sehe das zum Beispiel bei Vanessa, Mrs. Rosa Rot, die schaue ich übrigens auch sehr, sehr gerne, dass sie das immer wieder benutzt und dass sie das so gut hinkriegt. Und dann denke ich mir, ich will auch so ein Mensch sein, der innerhalb von 2 Sekunden seine Augenbrauen fertig hat. Aber ich bin nicht so ein Mensch. Ja, naja, sieht jetzt sehr wildwuchsmäßig aus hier bei mir. Bin ich nicht ganz so überzeugt von. Verwendet ihr eigentlich Augenbrauen-Mascaren? Wie kommt ihr damit klar? Ich finde das sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich wirklich hier so überall auch außen drum zu so kleine Härchen habe. Jetzt sehen meine Augenbrauen zwar natürlich aus und es sieht alles auch sehr, sehr buschig aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch zusätzlichen Augenbrauenpuder oder sowas drüber geben müsste, um das Ganze ein bisschen aufzufüllen. Da sind wir ja wieder beim Thema, Leute, wir helfen uns untereinander. Wie handhabt ihr das mit Augenbrauenmascaren? Ich mit meinen Fizzelhärchen hier komme da echt nicht allzu weit. Und jetzt seht ihr auch mal, weil ich ja dieses Video nicht wirklich schneiden werde, außer halt die Sequenzen, wo ich den Akku wechseln muss oder wieder auf Play drücken muss, aufgrund von, wir haben hier immer nur eine halbe Stunde begrenzt, wie lange ich teilweise an meinen Augenbrauen rumfummeln muss, bis die halbwegs vorzeigbar sind, ey. Das ist nicht so leicht. Naja, ich glaube, so in der Art kann ich die erstmal lassen. Und ja, mein Bauch hat gerade geknurrt. Verrückter Bauch. Also, das sieht jetzt sehr natürlich aus, aber auch sehr merkwürdig. Gut. Ich glaube, wir verwenden jetzt auch mal zwischendurch so ein Fixing Spray. Das ist von Love, das Make-up Fixing Spray, das neue. Das ist so, so toll, Leute. Oh. Das ist halt so ein permanentes, ne? Du drückst so drauf und das ist halt, oh. Wie so ein Deo halt, ne? Es riecht super angenehm. Ich weiß, Duftstoffe und so weiter. Aber ich mag das einfach gern. Es riecht gut. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, bevor ich jetzt mit der Augenpalette anfange, werde ich nochmal auf Stopp drücken und dann haben wir nämlich gleich noch ein bisschen Zeit zum Quatschen. Da habe ich nämlich auch von Love die Self-Care Eyeshadow Palette. Habt ihr euch gewünscht, dass ich diese hier verwende? Das ist eine wirklich, wirklich schöne Palette, die es jetzt neu bei Love im Sortiment gibt. Ich habe mich für die entschieden, die etwas intensivere Töne hat. Genau, also ich habe mir noch einen Plan B noch mit hierhin überlegt, falls es mir außen nicht dunkel genug sein sollte. Ich swatch euch einfach mal die 5 Schimmertöne, denn den matten Ton, der ist nur zum Lidsetten, den muss ich euch, glaube ich, echt nicht swatchen. Das ist dann ein bisschen zu unspektakulär. Ja, das mache ich ja gerne in meiner Hand. Ne? Das sind schöne Schimmertöne. Damit können wir uns gleich mal was Schönes zaubern. Vielleicht muss ich meinen Bronzer noch zur Hand nehmen, das müssen wir mal gucken. Aber mit den Tönen werden wir gleich ein Make-up zaubern. Die nächste Frage kommt von Maus Schneiderlein. Liebe Grüße von der Ostsee. Moin. Moin, liebe Claudi. Ich habe da mal eine Frage. Nimmt man einen Primer auch, wenn man kein Make-up danach auftragen will? Ja, kann man, wenn man möchte. Ist ja überhaupt kein Problem. Also Primer machen ja auch im Prinzip einfach die Haut ein bisschen schöner und das war's, ne? Also ich werde jetzt als allererstes mit dem ich mag das nicht, wenn Namen auf sowas draufstehen. Mindfulness heißt der erste Ton. Den trage ich mir mit dem Zu Eva 228 Luxe Crease Brush auf. Das ist einfach hier dieser matte Ton und sette damit meine Augenlider. Ja, natürlich. Also ich gebe mir auch manchmal einfach einen Primer auf, ohne danach Make-up aufzutragen. Weil ganz ehrlich, wenn ich so einen Glow-Primer habe, wie jetzt hier zum Beispiel den von Ofra, ne, der gibt mir ja so oder so Glow. Und es kommt immer ganz drauf an, wenn das halt irgendwelche Primer sind, die, keine Ahnung, zu stark Glitzerpartikel oder so drin haben, würde ich das jetzt nicht unbedingt machen, weil eine Foundation gibst du dann ja drüber und dann hast du noch ein bisschen mehr Deckkraft oder so drüber, sodass das Ganze dann jetzt nicht zu sehr zum Ausdruck kommt. Übrigens bin ich ein bisschen aus der Puste, weil ich habe gerade Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner geräumt. Ja, da musste ich gerade ein bisschen durchs Haus laufen und dann habe ich zu schnell die Trommelreinigung bei der Waschmaschine angestellt und musste dann von dem vorigen Trocknerlauf das Wasser nach oben bringen und dann musste ich wieder runterlaufen und hin und her und hin und her. Meine Lunge liegt noch irgendwo unten im Keller, also wenn ihr sie findet, ne? Viel Spaß.
Genau, also ich persönlich würde mir Primer nicht einfach nur so aufgeben, weil, also manchmal mache ich das, aber eher selten tatsächlich, also wenn ich wirklich einen ganz, ganz fahlen Teint habe, nehme ich so einen Anti-Redness-Primer und mache mir den einfach drauf, ne, und dann quasi als nach dem Serum dann den Primer und dann die Tagescreme, so nach dem Motto, ne, ganz verrückt, aber so mache ich das tatsächlich manchmal, aber eher selten, weil Primer ist dafür eigentlich viel zu teuer, ganz ehrlich, ne, da kannst du dann besser einfach eine ganz normale Creme nehmen. So meine Meinung dazu. Ja, genau. Habe ich jetzt meine Lider gesettet. Gut, dann gucken wir uns die nächste Frage an. Nati S. Ganz tolles Quatschi-Video. Ja, ich hoffe, dass dieses hier auch ein ganz tolles Quatschi-Video für euch wird. Schön, dass du auf deine Freunde gehört hast und uns mit deinen super Videos jeden Tag Freude machst. Und es ist nie langweilig. Dankeschön. Organisationstalent und Zahlungsmensch, das bist du wirklich. So viel Arbeit, die du in YouTube steckst. Danke dafür, meine Lieblings-YouTuberin. Oh, dankeschön. Meine Frage für das nächste Samstagsvideo: Was kochst du am liebsten und backst du gerne? Eventuell ein Rezept verraten? Ja, also wir sind ja HelloFresh-Kunde, das heißt, wir bekommen einmal in der Woche die HelloFresh-Box. Ich habe eben auch gekocht tatsächlich. Ich gebe mir jetzt als erstes mal, boah, ich möchte das jetzt, glaube ich, ganz crazy machen, das Gold auf, tatsächlich. Ja, das Gold, das ist so schön. Ich versuche das jetzt mit so einem Pinsel zu machen, das ist auch von Love, ein Smudger-Pinsel. Genau. Ich koche unheimlich gerne und am liebsten koche ich Nudeln. Ich liebe Nudeln. Heute gab es auch Nudeln mit, also Fettuccine, mit Pilzsoße in Kochsahne. Was hatte ich ja noch dazu gemacht? Knoblauch habe ich reingepresst. Dann habe ich auch noch Kirschtomaten im Backofen vorher so ein bisschen zusammen mit Knoblauch gehabt, ne? Und dann hatten wir auch noch so, oh Gott, wie hießen diese Pilze denn? Buchenpilze oder so? Habe ich Pinsel oder Pilze gesagt? Ich weiß es nicht. Buchenpilze? Also so ganz verrückte Sachen, die kriegt man halt durch HelloFresh erst mit. Ansonsten habe ich damals auch gerne Tagliatelle mit Lachs gemacht. Das war auch immer ein super einfaches Gericht. Einfach, was war das? 2 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Senf, 200 Milliliter Sahne. Und das kann man dann halt so aufstocken, wie man möchte, ne? 200 Gramm diese Fettuccine, diese Nudeln, die du auch im Kühlregal bekommst, und das einfach zusammen essen. Ne? Also erst die Soße machen und, ach genau, und 200 Gramm Lachs. War natürlich auch drin, dieser Räucherlachs, den man so bekommt. Oh, ich bin eher so ein Fan von so leichte, schnelle Gerichte, und irgendwas ist da gerade runtergefallen. Was war das? Hallo? Weiß ich nicht. Irgendwas ist gerade in meinem Hintergrund runtergefallen. Ich habe nichts gesehen, ne? Aber gut, ja. Was haben wir denn sonst noch? Also backen, ganz ehrlich, ich bin kein Backmensch, ne? Wenn ich backe, dann nehme ich tatsächlich Backmischung, weil ich da einfach keinen Nerv zu habe. Ich nasche gerne, ja. Wenn ich einen Teig habe, ne? Das mag ich so gerne. Ich könnte den ganzen Teig wegnaschen und habe danach Bauchschmerzen für 10. Aber ich liebe es. Oh. Wenn man so Weihnachtsplätzchen macht oder so, gut, das mache ich gerne. Wir haben da auch so eine Plätzchenmühle für. Kannst du die einfach durchjagen und dann nachher nach Belieben verzieren. Finde ich ja echt klasse, ne? Oh, mag ich gerne. So, jetzt habe ich auf der Mitte schon mal so ein bisschen Gold. Sieht das aus? Ich glaube schon, oder? Dann dürfte ich jetzt ein bisschen höher ziehen wegen dem Schlupflied. Und das funktioniert ehrlich gesagt sogar richtig gut mit dem Pinsel. Hätte ich so gar nicht gedacht. Genau, ich ziehe mir das wirklich höher. Weil wenn ich nachher dann, also ich werde es nachher mit dem Bronzer, denke ich mal, verblenden, dass man da so ein bisschen das sieht, wenn ich die Augen aufhabe, weil ansonsten, ne, blende ich ja irgendwie die ganze Farbe weg, das wäre irgendwie schade. Aber na, genau, also Rezepte verraten. Tatsächlich die meisten Sachen, wenn ich die Zeit dafür habe, meistens bin ich beim Kochen eher so in meinem Flow drin. Vergesse ich dann Instagram mitlaufen zu lassen. Ansonsten mache ich das ja ganz gerne, dass ich dann auch eine Insta-Story mal darüber mache. Ich finde es sehr, sehr interessant. Das HelloFresh-Video, was ich mal abgedreht habe, bekommt jetzt nicht so die allerpositivsten Resonanzen. Also viele Leute beschweren sich tatsächlich darüber. Man muss aber bedenken, Leute, ganz ehrlich, ne? Ich mache lieber HelloFresh und habe dann vielleicht ein bisschen mehr Müll, was Verpackungsmüll angeht. Das hört sich jetzt echt bitter an, aber es ist so. Als wenn ich
Also und habe dann wirklich frische Zutaten, habe dann immer wieder gute Rezeptideen, habe dann immer was zu kochen und habe auch wieder Lust zu essen, was ich eine ganze Zeit lang nicht hatte. Und verzichte dafür aber auf diese ganzen Fertigprodukte, auf die ganzen Fixe, auf diese ganzen, den ganzen Schund, den wir uns eine Zeit lang reingeschmissen haben. Also es ist schon für uns von sehr, sehr großem Vorteil, dass wir das irgendwann mal angefangen haben. Mein Freund hatte das, ich weiß gar nicht, wann war das? Anfang des Jahres oder so kam er damit um die Ecke. Da hatte er das einfach mal abgeschlossen, das Abo. Und seitdem benutzen wir das wirklich herzensgerne. Wir haben 3 Gerichte pro Woche und dann kochen wir immer für 4 Personen, sodass wir dann auch wirklich für 6 Tage was zu essen haben. Und das ist für uns die unproblematischste Geschichte überhaupt, weil, Leute, ganz ehrlich, ich habe einen Fulltime-Job. Ich bin von 8 bis 5 am Arbeiten, dann komme ich nach Hause und ich habe YouTube. Und YouTube ist mittlerweile echt auch ein Zweitjob für mich geworden, ne? Nicht nur finanziell, sondern auch vom Aufwand her. Wann soll ich denn anfangen, irgendwelche mega frischen Sachen oder mir Rezepte auszudenken oder sonst irgendwas? Mein Freund geht auch Vollzeit arbeiten und irgendwo hört auch einfach mal der Spaß auf. Da ist einfach nicht mehr genug Zeit, um irgendeinen Rampampam zu machen. Ne? Das finde ich unfassbar, was Menschen dann manchmal von einem erwarten. Und ja, das geht dann einfach nicht. Man muss doch realistisch bleiben, Leute, ne? Und deswegen, also ich werde oft gefragt, Claudi, wie kriegst du das hin mit dem ganzen Zeitgedöns? Wie ist dein Zeitmanagement? Naja, also ich suche mir einfach Dinge in meinem Leben raus, die mir ein Zeitersparnis geben. Sei es, dass ich mir einen Staubsaugerroboter geholt habe, den ich ab und an hier einfach mal fahren lassen kann. Aber trotzdem muss ich ja noch hinterher saugen. Oder halt, ne, wir müssen ja eigentlich jeden Tag hier saugen wegen Sammy. Also muss man da sowieso noch mal hinterher. Dann, was Wäsche angeht, war ich hier super froh, als wir uns irgendwann mal einen Trockner zugelegt haben. Weil das ging einfach nicht mehr. Ich konnte ja nicht die ganze Wäsche. Ich habe ja einmal in der Woche, also am Wochenende wasche ich ja. Und dann liegt ja alles rum oder steht alles rum. Ist doch total furchtbar. Ich versuche mir jetzt nach außen in dieses Rot aufzugeben. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Das müssen wir uns mal angucken. Dafür drehe ich einfach den Smudger-Pinsel um und verwende die andere Seite. Ne? Ja, deswegen, also ich finde es immer sehr verwirrend, was dann Leute von einem so erwarten, welche Erwartungshaltung an einen herangebracht werden, wie man zu leben hat, wie man sich zu geben hat. Und irgendwann hört einfach der Spaß mal auf und man sagt, Leute, wir wollen schon irgendwo nachhaltig leben und jetzt nicht irgendwie, ne? Aber, also das bezieht sich jetzt auf die Kommentare unter dem Video von HelloFresh, ne? Ja. Ganz ehrlich, wann und wie und wer und wie sollen wir es denn perfekt machen? Ich will auch gar nicht perfekt sein. Ich bin kein perfekter Mensch. Ich bin das nie gewesen und ich sehe es auch gar nicht ein, dass ich für alle hier immer nur das Perfekte vorleben soll, weil so ist es nicht. Was soll ich euch hier für einen Blödsinn erzählen, wenn ich es doch in meinem normalen Leben gar nicht umsetze? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber gut, ja. Dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden zu sagen, okay. Die Negativkommentare, die unter dem Video kommen, die sind nun mal da. Die lasse ich auch einfach da sein. Lass die Leute reden, lass sie sich aufregen. Die haben einfach überhaupt keine Ahnung, wie es dann realistisch abläuft. Und als ob die Leute sich dann hinsetzen und perfekt verhalten, ne? Keine Ahnung. Das glaube ich halt auch nicht. Also ich denke schon, dass wir ein weitestgehend nachhaltiges Leben hier führen und dass wir ein dass wir auch wirklich auf Müll verzichten, also versuchen, ne, wirklich auch umweltfreundlich zu leben. Ihr seht natürlich hier die ganze Beauty-Seite von mir. Da lasse ich es auch einfach krachen. Da bin ich ehrlich. Weil wir ansonsten in unserem restlichen Leben sehr, sehr, sehr zurückhaltend sind. Was Emissionen angeht zum Beispiel, ne? Also die Leute, die vielleicht kommentieren, wie kannst du nur so viel Müll produzieren, sind die ersten, die sich in den Flieger setzen und nach Malle fliegen zum Beispiel. Ich weiß nicht, in den letzten 10 Jahren, also ich bin vor 10 Jahren das letzte Mal mit meiner Mama in den Urlaub geflogen in die Türkei, als meine Eltern sich getrennt haben, ne? Wir fliegen sonst nirgendwo hin. Und Leute, das ist viel, viel schlimmer als irgendwelche Müllberge. Und ja, keine Ahnung, trotzdem meinen dann solche Leute, sich immer wieder aufregen zu müssen. Egal, ich gehe da jetzt einfach mal nicht weiter drauf ein, um solchen Leuten halt nicht noch eine größere Plattform zu bieten, um das mal sozusagen, kommen wir wieder aufs Kochen und Backen zurück. Okay? Also ich koche wirklich gerne. Ich möchte aber, dass es irgendwo effizient ist, also dass es halt auch schnell geht und dass ich dann auch in kürzester Zeit das Gericht zustande bekomme oder mit so viel Spaß, wie es nur irgendwie geht und dass ich da nicht irgendwie stundenlang am Herd stehen muss, um irgendeine Suppe zu machen zum Beispiel. Also ich habe einmal
einmal eine richtige Hühnersuppe gemacht mit einem Huhn als Ausgangsprodukt, ne? Puh, einfach weil ich es mal gemacht haben wollte. Also, Belli, habe ich das bereut. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich am Herd stand, um dieses Huhn auszukochen und nachher auszulösen. Und oh, gruselig. Das war so gruselig. Das mache ich, habe ich einmal gemacht und nie wieder. Und das war, ich glaube, mein Freund war krank und ich wollte ihm was Gutes tun. Und dann habe ich mich an den Herd gestellt und habe eine Hühnersuppe kochen wollen. Ne? Das hätte ich mir auch echt sparen können. Die Zeit hätte ich mehr darin investieren können, um bei ihm zu sein, ihm Wärme zu geben, ihn in den Arm zu nehmen und ihm einfach nur eine Instant-Gemüsebrühe zu kochen. Ne? Egal. Ja, das sieht schon mal sehr, sehr fancy aus. Es hat auch wirklich was Weihnachtliches. Dieses Metallische gefällt mir übrigens auch richtig, richtig gut. Und jetzt möchte ich mir in den Innenwinkel etwas Helleres geben. Da haben wir halt diesen ganz, ganz hellen Ton. Den werde ich jetzt auch nehmen. Aber jetzt mache ich mal diesen Pinsel sauber. So, und genau. Effizientes Kochen. Das ist für mich so eine wichtige Kiste. Und ja, backen. Ich esse gerne Kuchen, ja. Tatsächlich, also wenn wir irgendwo zu Besuch sind und meine Mama hat einen Erdbeerboden gebacken, dann gehe ich ab wie ein Zäpfchen. Oh, das feiere ich. Aber ich weiß von meiner Mama zum Beispiel auch, dass es ein gekaufter Boden sein wird. Auch wenn ich glaube, habe ich jemals einen Erdbeerboden selber gemacht? Ich glaube nicht, ne? Aber wird mal Zeit. Aber ja, ich esse das gerne bei anderen, aber ich bin halt einfach kein Backmensch. Da habe ich nicht die Geduld für, bin ich ehrlich. Vor allem beim Backen musst du dich einfach viel mehr an die Regeln halten. Oh, das ist ja rosa. Oh, das passt jetzt aber nicht ganz so gut, ne? Mist. Ja, ich gebe mir das trotzdem auf. Genau. Ja, da überlasse ich anderen Leuten auf jeden Fall gerne das Feld. Ich weiß, dass meine Stiefschwiegermama in Spee auch gerne backt. Also das macht die auch immer ganz toll. Das ist eine Meisterköchin. Die kommt gebürtig aus Schlesien und die hat es echt drauf. Also wenn ich irgendwelche Tipps brauche, die kann mir Infos geben, genauso auch meine Stiefmama in Spee, meine Schwiegermama in Spee. Die habe ich auch mal angerufen, als ich irgendwie Rouladen gemacht habe. Und dann hole ich mir auch meine Tipps. Rouladen hört sich übrigens auch immer super schwierig an, aber Rouladen sind gar nicht so schwer zu kochen. Deswegen kann ich jedem einfach mal ans Herz legen, das auszuprobieren. Ja, und ich liebe es. Oh, man muss halt nur richtig schmoren, ne? Also ich weiß noch, als ich recht frisch mit meinem Freund zusammengezogen war, da war ich gerade aus der Ausbildung raus. Und irgendwie haben da meine Gehirnwindungen sich nicht richtig daran erinnert, wie man nochmal Rouladen macht. Ich habe beim Schmoren das Wasser vergessen, Leute. Und die ganze Zeit, während diese Rouladen in diesem Topf stundenlang vor sich hingeschmort haben, ohne Wasser, hat mein Freund quasi gesagt, Schatz, meinst du nicht, willst vielleicht mal ein bisschen Wasser dazu machen? Ich habe felsenfest darauf beharrt. Nein, das muss man nicht. Da muss kein Wasser zu. Ja. Das war nachher Briketts, ne? Das war schon ziemlich ulkig. Danke an alle, die gerade gelacht haben, ne? Aber es kann jedem mal passieren. Das ist halt auch das Gleiche wie mit Schminken. Einfach ausprobieren. Also ich konnte damals nicht gut kochen, Leute. Mir hat es keiner beigebracht. Wer hätte mir das beibringen sollen? Meine Mama ist auch nicht die Meisterköchin. Sorry, Mama. Aber du weißt das. Und meine Oma ist halt eine von denen, die sagt, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das kannst du halt auch einfach nicht umsetzen. So, ich gebe mir jetzt was von dem Highlighter in den Innenwinkel, weil mich dieses Rosa leider echt stört, um ehrlich zu sein. Naja, übrigens mit meinem Code CLAUDIXLOVE bekommst du auf das komplette Love-Sortiment bei Purish 20%, also auch auf den Adventskalender, ne? Falls du ihn noch nicht hast, kann ich ihn sehr empfehlen. Ich habe auch ein Unboxing dazu gedreht, das verlinke ich da oben mal im i. Ja. So, wenn ich nämlich diesen Highlighter von Natasha Denona da drüber gehe, dann sieht das hier auch ein bisschen besser aus, weil dieses Rosa, das hat nicht gepasst, ne? Das habe ich in der falschen Reihenfolge aufgegeben. Nee, das sah nicht aus. Naja, genau, so viel dazu. Also, Kochen ist wirklich so ein Thema für sich, ne? Also, wir kochen eigentlich wo ganz gerne. Damals haben wir noch lieber gekocht irgendwie, als wir uns ausprobiert haben. Mittlerweile hat man halt so seine Standardgerichte entwickelt gehabt. Und weil wir dann irgendwann echt gefühlt jede Woche genau das Gleiche gekocht haben und uns das tierisch auf den Keks gegangen ist, haben wir uns dann ja irgendwann für HelloFresh entschieden. Und seitdem kochen wir lieber, wir essen lieber
Und es ist irgendwie alles auch schon gesünder geworden. Ja, natürlich habe ich dadurch auch ein bisschen zugenommen, weil ich einfach wieder lieber esse, um ganz ehrlich zu sein, ne? Aber es ist gesund, was ich tue. Und das ist auch richtig so. Deswegen werde ich jetzt nicht sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt abnehmen. Nö. Genau. Ich highlighte jetzt hier auch noch meinen Augenbrauenbogen und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich jetzt hier verblenden soll oder nicht. Ich glaube schon, ne? Wenn ich nicht verblende, sieht das ja auch irgendwie merkwürdig aus. Ich versuche das jetzt auch mal ganz, ganz vorsichtig zu verblenden. Hau da erstmal die ganzen Sachen von meinem Tisch runter. Ich nehme jetzt hier den Bronzer von COSART, ne? Und da gehe ich jetzt ganz vorsichtig mit einem, nee, mit dem Blendenpinsel von eben rein. Oder nehme ich doch den? Doch, der sah eigentlich gar nicht so verkehrt aus, ne? Doch, ich nehme den. Das ist von Morphe einer, glaube ich, ne? Der E18-Pinsel. Ja, dann gucken wir mal, ob ich damit das ausgeblendet bekomme, weil ich will das auch nicht zu dunkel hier oben machen, weil mir das eigentlich gefällt, so von der Intensität. Aber ich möchte schon, dass es das ein bisschen nach außen hin sich so verteilt. Ich habe jetzt einmal kurz reingedippt. Gehe jetzt hier so ganz vorsichtig an den Kanten entlang. Hat das überhaupt einen Effekt? Minimalsache, ne? Mein Freund hat gerade Holz nachgelegt. Wir haben den Kamin an. Oh, ich lieb's, Leute. Oh, ich gehe jetzt einfach hier an den Kanten entlang, um einfach so einen kleinen Übergang zu schaffen, ne? Ich glaube, so kann man das machen. So viel zu schminken lernen, Leute. Einfach drauf losmachen hier. Ja, genau. Also, das ist so unser, wie wir so kochen, wie wir so essen. Aber es ist bei uns jetzt nichts Ultraspektakuläres. Ja, sieht verblendet schon ein bisschen besser aus, ne? Ja, das gefällt mir schon besser. Und den kann ich mir direkt auch nehmen mit dem gleichen Pinsel. Dann setzen wir den an den unteren Wimpernkranz ran. Zum einen, um eine Verbindung nach oben zu schaffen und zum anderen, um unten diesen Wimpernkranz noch ein bisschen zu betonen und das Ganze zu verdichten und so, ne? Ja, das mache ich wohl ein. Genau. So. Ja. Ja. Ja, nächste Frage, glaube ich, ne? Ja. Wenn man vergisst, dass man dieses Video eigentlich gar nicht schneiden will und deswegen kurz mal eine Verblenderpause gemacht hatte. So, dann Beauty Ai Ja So. Frage: Hattest du schon mal kurze Haare? Wenn ja, zeig mal ein Foto. Das letzte Mal, als ich kurze Haare hatte, das habe ich euch auch in meinem da oben Geburtstagsvideo gezeigt. War ich noch ein Kind und zwar ein ganz kleines Kind und seitdem lasse ich die wirklich wachsen. Also ja, es ist wirklich schon Ewigkeiten her, dass ich wirklich mal kurze Haare hatte. Dann hatte ich zu Kindergartenzeiten so eine Prinz-Eisenherz-Frisur und seitdem hat sich da auch nicht so viel bei mir verändert. Also ich bin überhaupt kein Freund von großen Veränderungen. Deswegen hadere ich ja auch immer noch mit mir, ob ich jetzt wirklich mir kurze oder kürzere Haare schneiden lasse. Ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, dass ich sage, ich würde mir die wahrscheinlich auf Brustlänge abschneiden lassen. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Da muss ich aber wirklich noch ganz tief mit mir selber ins Gespräch gehen, weil ich einfach, kennt ihr das? Euch stört irgendwas? Und wenn ihr euch dann Gedanken darüber macht, dieses, was euch stört, zu ändern, dann findet ihr es auf einmal ganz toll. Es ist so bekloppt, ne? Weil jetzt stehe ich abends vorm Spiegel, walle, walle, schleuder mein Haar hin und her, fasse es an, finde es großartig und denke mir, ey, ich glaube dir ganz ehrlich, du wolltest es eigentlich abschneiden, ne? Oh. Naja, kennt ihr dieses, ich weiß gar nicht, wie dieses Lied heißt. Das singen die Leute doch immer, wenn hier irgendwie, ach, wenn irgendwelche Veränderungen anstehen oder wenn Menschen weggehen oder so. Und I remember you oder sowas, ne? In der Art, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht unbedingt schön gesungen, aber so halt, ne? Und genau dieses Lied bekomme ich dann in den Kopf zu meinen Haaren. Ja, ich werde mich an euch erinnern. Geht nicht vor. Das ist so dämlich, Leute. Wirklich. Es ist so dämlich, weil es sind einfach nur Haare. Ich hatte auch drüber nachgedacht, sie zu spenden, aber. Ich meine, eigentlich wäre das ja auch, oder wären meine Haare dafür prädestiniert. Aber dafür müsste ich ganz schön viel abschneiden und das will ich nicht. Ich habe nachgemessen, wie viel ich abschneiden müsste, um die Länge halt abzuschneiden, dass man sie spenden kann. Und das wäre mir einfach zu viel. Das kriege ich einfach nicht auf der Kette. Nee, das kriege ich auch nicht übers Herz. Hört sich blöd an, aber es ist so.
Weil meine Haare machen mich ja auch irgendwo ein Stück weit aus, ne? Also sie gehören halt zu mir und sie sind einfach da. Und das sind sie ja schon mein ganzes Leben. Und eben weil ich sie so lange nicht hab kurz werden lassen, also so lange nicht abgeschnitten habe, ist es wahrscheinlich auch für mich umso schwerer. Was ja eigentlich total dumm ist. Weil es sind einfach nur Haare, Claudi. Aber ich stelle mich an wie ein kleines Kind. Ne? Ja. Deswegen, also in dem Video, was ich euch eben oben eingeblendet habe, da habe ich zu meinem Geburtstag ein Make-up geschminkt und einfach mal so ein paar Kinderfotos auch von mir gezeigt. So, dann gucken wir uns mal die nächste Frage an. 1208 Lancelot hat geschrieben, für mich bist du einer der sympathischsten YouTuber hier. Ehrlich, bodenständig, herzlich, oh mein Gott, dankeschön. Du hast so eine liebe Art an dir und jedes Mal, wenn ein neues Video von dir online ist, freue ich mich wie ein Keks. Bleib so, wie du bist, liebe Claudi. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe. Ich hätte eigentlich mal zwei Fragen. Erstens, wenn du auf eine Süßigkeit für immer verzichten müsstest, welche wäre das? Zweitens, machst du dieses Jahr wieder Videos, in denen du Adventskalender für andere packst? Fand die so toll letztes Jahr, eigentlich alle deine Videos. Liebe Grüße an dich. Erstmal das Erste. Eine Süßigkeit, auf die ich verzichten könnte, direkt, ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwelche Joghurette, überhaupt kein Problem, mag ich nicht. Bäh. Oder wenn das jetzt so, übrigens verblende ich jetzt mit dem Pinsel wieder und diesem knochenfarbenen Ton, ne? Oder hier Gelee-Bananen oder sowas, oh, gruselig, After Eight, oh, überhaupt nicht meine Welt. Mein Freund steht drauf wie sonst was, ich mag's gar nicht. Aber da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er sein Leben gerne gestalten möchte und mit welchen Süßigkeiten er sich vollstopfen will. Ich mag sowas nicht. Genau. Und Adventskalender, wo ich Sachen für andere packe, ja. Ich habe tatsächlich auch sogar schon neben mir hier zwei stehen. Ich mache mir jetzt übrigens eine ganz interessante Eyeliner-Kombi. Übrigens, das ist jetzt der Augenlook, den ich geschminkt habe. Ich finde den eigentlich ganz schön, ne? Kann ich auf jeden Fall gleich gut für Adventskalender-Unboxings nehmen. Genau. Ich muss mich kurz sortieren. Ich kann nicht so viel auf einmal hier. Das geht nicht. Denn ich habe echt, also in meinem Kopf schon so einen tollen Eyeliner-Look zu diesem Augen-Make-up. Und das will ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich bin ja so ordentlich, möchte erstmal hier alles ordentlich wegräumen. So. Pinsel zur Seite, denn ich brauche gleich Platz. Und zwar mache ich jetzt so eine ganz krasse Eyeliner-Kombi. Ich fange an mit einem roten Eyeliner, den ich in der Mitte auftragen werde. Und nach außen hin wird der schwarz. Ne? Das heißt, ich nehme von L'Oreal den Matte Signature Eyeliner. Das ist dieser hier. Und das ist ein roter wirklich. Ne? Also der sieht super fancy aus. Den werde ich gleich innen verwenden. Und nach außen hin nehme ich diesen hier. Das ist Maybelline Hyper Precise All Day Liquid Eyeliner. Den habe ich auch schon in Blau. Und das hier ist jetzt einer in Schwarz. Der ist dann quasi für außen, um einen Wing zu machen. Ich hoffe, es funktioniert. Mal gucken. So, da muss ich mich mal bequem hinsetzen, weil wenn ich unbequem sitze, kann ich leider keinen Eyeliner ziehen. Das ist so ein Spleen, ne? Das ist sogar ein Dip-Eyeliner, also das wird echt aufregend jetzt werden. Den möchte ich so bis zu meiner Pupille und ab meiner Pupille wird es dann schwarz mit Wing. Wir drücken die Daumen, okay? Genau, denn er ist wirklich so rot-metallisch. So, okay, Konzentration und gleichzeitig Frage beantworten. Wird aufregend. Also, ich werde Adventskalender packen für meine Mama und vielleicht sogar in Kombi Mama und ihr Mann zusammen. Das weiß ich noch nicht, ne? Ob ich die kombinieren werde oder ob die halt jeder kriegt seinen eigenen Kalender kriegen wird. Da muss ich halt gucken. Für Frauen überhaupt kein Thema. Männer ist bei mir immer die Schwierigkeit, weil da will man ja auch immer nicht nur Süßigkeiten reinpacken, sondern man möchte da ja auch irgendwie was Cooles reinmachen, ne? Das wird gar nicht so leicht. Dann mein Papa und seine Frau bekommen einen Adventskalender. Oma und Opa bekommen Adventskalender. Meine Schwägerin und ihr Mann kriegen einen Adventskalender plus Kind plus Hund. Wahrscheinlich mache ich da wirklich einen, wo ich für alle vier zusammen einen Adventskalender mache, weil ich das eigentlich ganz witzig finde. Genau, weil eine Familie und so, ne? Fand ich irgendwie ganz cool. Dann meine Kollegin kriegt wieder einen. Natürlich mein DHL-Bote. Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Ich habe ihn nach seinem Namen gefragt. Ich habe ihn vergessen. Ich war nämlich im Garten, als ich ihn gefragt habe. Und dann habe ich weitergerödelt. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, du hast ja noch eben gefragt und er hat dir was geantwortet. Wie heißt er nochmal?
Oh mein Gott, und jetzt traue ich mich ihn nochmal. Ich traue mich nicht, ihn nochmal zu fragen. Ich glaube, ich muss meinen Freund mal darauf anpieksen, dass er das macht. Übrigens, die Farbe von dem Eyeliner passt voll zu dieser Lidschattenfarbe. Deswegen, ich glaube, mein Plan geht volle Elle auf, dass das gut aussieht. Dass es nicht so aussieht, als hätte ich kranke Augen. Wir warten noch ab. Genau, und also die kriegen auf jeden Fall ein. Dann habe ich hier ein Advents- oder zwei Adventskalender liegen. Da hatte meine Schwägerin in Spee mich gefragt, ob ich für die zwei Töchter, die sind 15 und 17, von ihrer Cousine, genau, einen Adventskalender packe, also für beide. Und da hatte sie mir auch Vorgaben gegeben, also sprich Adventskalender für Teenager. Und deswegen auf jeden Fall richtig cool habe ich gepackt und da bin ich sehr gespannt, wie die das finden werden. Und da habe ich mir auch direkt, als ich den gestern gepackt habe oder die beiden gepackt habe, gedacht, dass es mega geil wäre, wenn ich das auch im Video mache. Weil ich glaube, so Adventskalender für Teenager habe ich hier auf diesem Kanal noch nicht gezeigt, dass ich die selber gepackt hätte. Es waren halt immer Adventskalender für Erwachsene. Und dieser Eyeliner gefällt mir schon mal richtig gut. So, jetzt muss noch der schwarze her. Hat sich übrigens schön auftragen lassen, ne? Also das, ich mag ja normalerweise keine Dip-Eyeliner, aber der ist echt cool. Ja, genau. Dann kriegt natürlich mein Freund noch einen Adventskalender von mir. Okay, das ist das falsche Produkt hier. Da. Da habe ich ihn. Das ist ein Filz-Eyeliner übrigens. Damit kann ich eigentlich mit am besten malen. Ja. Und, ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren und den Eyeliner ziehen, ansonsten wird das hier nichts heute. Aber wenn ich rede, wird das schwer hier. Außen. Sieht das cool aus? Ist auf jeden Fall fancy, oder? Ich weiß nicht. Mag ich das Leinen? Ich glaube, ich mag das Leinen. Ich müsste eigentlich hier oben drüber noch dann gleich in das Schwarz, dass es quasi sich im Rot dann trifft. Hier außen ist es jetzt noch nicht ganz so sauber, da gehe ich gleich nochmal mit dem Pinselchen entlang. Das, ja. Aber der ist matter, als ich dachte. Und ich habe gleich mal wieder die halbe Stunde voll. Ja, ich muss kurz auf Pause drücken. An alle Leute, die wenig Zeit heute mitgebracht haben, es tut mir leid. Ihr könnt dieses Video aber auch sehr, sehr gerne in Etappen gucken. Ne? Ich glaube, das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. weil heute habe ich echt so einen Lavafluss. Tut mir leid. Wir hatten heute Zeitumstellung und da hat man irgendwie eine Stunde mehr geschenkt bekommen. Und dann redet man irgendwie lieber oder brödelt man lieber. Na, der will darüber aber nicht malen. Das ist schade. Wobei, wenn ich das jetzt von Weitem angucke, hat das doch funktioniert. So, das gefällt mir. Ist mal was anderes, ne? Aber ich finde das ganz schön, weil vor allem, dass ich dann nach außen hin schwarz geworden bin, ist, glaube ich, auch das Richtige. Weil das ansonsten echt schnell krank ausgesehen hätte. Wo habe ich jetzt den, mit dem ich das kurz... Ich habe mit einem Pinsel verloren. Da nehme ich den einfach mal, ne? Das ist auch so einer von Catrice, von diesen Triangle Brushes. Wollte ich jetzt einfach hier mal so an den Seiten korrigieren. Das mache ich ganz gerne, dass ich dann da unten drunter so ein bisschen entlang gehe. Damit kriegt man dann die Kante nämlich noch so ein bisschen gerade. So. Geht. Nicht unbedingt mega spitz da hinten, aber es geht. Ja. So viel zu der Adventskalenderfrage. Wir hatten doch noch eine Frage, oder? Nee, das war schon die zweite Frage. Okay, dann gucke ich jetzt die nächste Frage an. SJ. Liebe Claudi, tolles Video und sehr schöner Look, den du geschminkt hast. Dankeschön. Ich wollte dir einfach mal sagen, dass du für mich immer sehr fröhlich und positiv rüberkommst und mir immer ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Gern geschehen. Ich kommentiere nicht oft, aber das musste einfach mal gesagt werden. Bitte mach einfach weiter so und mach das, was dir Spaß macht. Denn das ist doch das Allerwichtigste, finde ich. Fühl dich gedrückt. Dankeschön. Ach, und mich würde noch interessieren, wie du bzw. ihr zu eurem Haus gekommen seid und wie und warum ihr euch dazu entschieden habt. Natürlich nur, wenn dir das nicht zu privat ist. Ah, sehr gute Frage tatsächlich. Denn unser Haus... Oh mein Gott. Vor 4 Jahren sind wir hier eingezogen, glaube ich. Boah, nagel mich nicht drauf fest. Ich vergesse das immer wieder. Ich bringe Zeiten immer wieder durcheinander.
Diese Seite mit dem Wing ist echt immer so eine Sache, ne? Es ist auch erstmal hier schön hässlich geworden. Jetzt seid ihr live dabei, wie ich sowas korrigiere. Läuft. Ich nehme den Smudger-Pinsel, mache den kurz am Handtuch sauber. Erzähl's keinem. Oh. Sowas passiert dann leider manchmal. Das Endergebnis ist das, was zählt, Leute. Ich muss das kurz einmal korrigieren. Dann nimmst du Concealer und verblendest und machst und tust. Und was ist am Ende? Du musst ein Handtuch nehmen und drüber wischen, weil du dich vermalt hast. Genau so läuft das. Hey. Das passiert ehrlich gesagt auch gar nicht mal so ultra selten, weil die Seite ist meine Concealer- oder meine Hassseite für Eyeliner-Wings. Ich habe jetzt hier nochmal den Concealer, den ich jetzt hier wieder sauber machen muss, weil da wieder Kram dran gekommen ist. Bessere ich das nämlich immer so ein bisschen aus, soweit ich das hinkriege. Das funktioniert heute eigentlich ganz gut, das ist schön. Dann nehme ich mir nämlich wieder die... Und dann macht man wieder das drauf, was man vorher schon drauf gemacht hat und was man jetzt einfach gerade abgemacht hat. Yay. Korrigieren, korrigieren. Hatte ich ein bisschen rot. Man wird zwar immer etwas nervös, wenn man das so machen muss, aber ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, deswegen funktioniert das meistens. So, einigermaßen sieht das jetzt wieder aus. Ja, guckt man sich nochmal im Spiegel an, ob das überhaupt wirklich alles gleichmäßig ist. Bessert ein bisschen nach, weil man merkt, nein, es ist nicht gleichmäßig, Claudinchen. Und immer wieder Pinsel sauber machen und nachkorrigieren. So, ja, den Rest muss ich gleich noch ein bisschen anders machen. Jetzt will ich ja echt einen Eyeliner mal so langsam ziehen hier. Also, wie gesagt, vor circa 4 Jahren... Also wir haben uns vor 5 Jahren ungefähr dazu entschieden, dass wir uns ein Haus kaufen wollen, weil in der Wohnung, wo wir gewohnt haben, war es halt echt schimmelig. Ne? Es war ein Haus, was zu gut gedämmt war quasi, und als wir dann irgendwann mal unsere Matratzen umgedreht haben und gesehen haben, dass die vollkommen verschimmelt waren, hat es bei uns Klick gemacht. So, ich mach mal kurz hier den Wing. Das war auf jeden Fall der Punkt, wo wir uns entschieden haben, dass wir uns, dass wir entweder umziehen müssen oder uns ein Eigenheim suchen. Und da es halt sowieso passend war, haben wir gesagt, komm, wir suchen uns wirklich ein Haus. Also, dass wir auch irgendwo dann einfach Eigentum haben, ne? So, Augenlook ist übrigens jetzt fertig. Gefällt mir. Mit diesem Double Eyeliner-Gedönsen, ne? Hat gut funktioniert. Abgesehen von dem kleinen Patzer da an der Seite. Jetzt nehme ich mir eine Wimpernzange und biege meine Wimpern. Bis wir tatsächlich ein Haus gefunden haben, was uns beiden auch wirklich gefallen hat, hat es ein bisschen gedauert. Also wir haben uns auf den verschiedenen Immobilienportalen angemeldet, um da die Angebote zu bekommen. Wir haben über die Sparkasse, die Volksbank und generell über Makler gesucht. Letztendlich, ja, haben wir das irgendwo in den Anzeigen gefunden. Ich weiß nicht, ob das eBay Kleinanzeigen oder sowas war. Lief natürlich auch über einen Makler und so. Ja, und dann haben wir halt den Makler angeschrieben und weiß ich nicht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Hausbesichtigungen wir vorher hatten. 50 oder so? Das wir, also wir haben echt hart gesucht. Herzlich haben wir auch gesucht, genau. Dann war halt irgendwann die Routine auch da, dass man genau wusste, auf was man achten sollte. Mein Freund hatte auch in dem Moment in der
weitergehenden Baubranche, wie auch immer, gearbeitet. Also er war im Vertriebsindienst, aber hatte trotzdem dann so ein bisschen Kenne, auch was ältere Häuser angeht, worauf man achten muss und so weiter. Und wir sind dann auch mit so Messgeräten durchs Haus gelaufen bei der Besichtigung, dass man geschaut hat, wie die Feuchte der Wände ist und sowas. Ne? War auch super wichtig. Und ja, irgendwann war halt, wie gesagt, dieses Haus inseriert, wo wir dann halt schon wussten, okay, man muss schnell sein. Wir hatten schon im Vorfeld sau viele Bankgespräche gehabt, dass wir wussten, was unser Budget ist, was möglich ist. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man sich im Vorfeld bei der Bank informiert, vielleicht auch schon ein Objekt raussucht und das mal durchrechnen lässt, um zu schauen, was kann ich mir überhaupt leisten. Denn das war für uns so das Wichtigste überhaupt, dass wir uns nicht irgendwelche absoluten Traumhäuser angucken, die wir uns eh nicht leisten können, weil das wäre dämlich gewesen. Jetzt nehmen wir hier von Pat McGrath, die Fetisch Eyes Mascara. Das ist diese hier. Die werde ich mir jetzt gleich auftragen. Die hat einfach ein Kunsthaarbürstchen und das ist halt fett. Halt, Willi, ist die fett. Die stinkt halt auch, ne? Also die hat einen sehr, sehr starken Duft hier. Okay. Ja. Genau. Und dann hatten wir dieses Haus gesehen und waren dann zur Besichtigung hier, haben das Haus auch von innen gesehen und wären fast wieder hinten rausgelaufen. Weil in diesem Haus hat ein Mensch gewohnt, der war oder ist nach wie vor leider Alkoholiker, Messi, keine Ahnung, spielsüchtig, stellte sich auch heraus. Also das Geld für das Haus, was er bekommen hat, hat er mittlerweile schon verspielt, tatsächlich innerhalb von, ich glaube, einem halben Jahr oder so. Ja gut, dann haben mein Freund und ich uns angeguckt und wir wussten beide, Nase zu, Kreativität an. Das heißt, wir haben uns nur angeschaut, was ist das für eine Substanz vom Haus? Ist das ein gutes Haus? Ist es sein Geld wert? Und können wir da überhaupt was draus machen? Und ja, da wir beide halt echt keine linken Hände haben, was Handwerk angeht, also vor allem mein Freund, ich bin da, ne, ich lasse mich gerne anleiten, aber ich kann halt auch schon ein bisschen was, haben wir uns einfach schon bei der Besichtigung immer mal wieder angeschaut und halt auch so kleine Zeichen gegeben und waren uns da schon sicher, dass wir das Haus haben wollen. Wir sind, bevor wir die Besichtigung hatten, auch hier durch die Nachbarschaft einmal spazieren gelaufen, weil wir ein bisschen eher da waren. Und haben dann auch uns angeschaut, wie die Nachbarschaft aussieht und ja, fanden das alles auch schon soweit ansprechend, weil du hast hier schon eine Siedlung, aber es ist halt äußerer Dorfbereich, äußerer Stadtbereich, wie auch immer, und du hast hier Natur, du hast Wälder in der Umgebung, du hast echt, also es ist schön, es ist ruhig, ne? Und das hat dann schon da direkt zugesagt. Und als wir dann halt auch gesehen haben, dass die Substanz des Hauses echt annehmbar ist, man hier schon einiges machen muss, aber dass es trotzdem machbar ist, haben wir auch direkt gesagt, ja, wir hätten wohl Interesse. Ja, da der ehemalige Hausbesitzer aber doch etwas komplizierter war, hat sich die ganze Verhandlungsgeschichte doch etwas hingezogen. Also ich glaube, wir hatten uns, wann war das? Für das Haus wirklich letztendlich entschieden, hatten wir uns, glaube ich, im März. Den Handschlag haben wir dann von ihm, ich glaube, einen Monat später im April bekommen. Dann gab es noch irgendwelche Nachverhandlungen und so, weil der Makler noch versucht hat, Geld rauszuschlagen und der Typ, der hier vorher gewohnt hat, auch noch versucht hat, Geld rauszuschlagen. Also ganz merkwürdige Menschen waren das auf jeden Fall. Und dann wurde aber auch, ich glaube, im Mai der Kaufvertrag unterschrieben. Und dann konnten wir ab Juli, glaube ich, hier rein, oder war das Juno? Ich weiß es nicht. Also wir hatten insgesamt dann 6 Wochen Zeit, um hier zu renovieren, Kern zu sanieren, gleichzeitig aus der alten Wohnung rauszukommen und hier einzuziehen. Das Zeitlimit hatten wir uns selber gesetzt. Im Prinzip war ich das. Es war ein bisschen zu eng gesetzt, im Nachhinein betrachtet, sage ich jetzt einfach mal. Aber wir haben es tatsächlich mit Hilfe unserer Freunde, unserer Familie, unserem wundervollen Umfeld echt hinbekommen, ne? Wir haben uns schon während dieser ganzen Geschichte, wo sich das hingezogen hatte mit den Verhandlungen und mit der Kaufvertragsunterzeichnung und so weiter, immer wieder zusammengesetzt, mein Freund und ich, und uns überlegt, Pläne gemacht, weil, ne, Organisationstalent schreit ganz laut hier.
wie wir das Ganze strukturieren wollen, welche Sachen haben Priorität. Und in der Zeit, wo wir hier renoviert oder kernsaniert haben, haben wir uns jedes Wochenende auch immer hingesetzt, haben dann die Bestellung gemacht, haben Einkaufslisten geschrieben, sind dann direkt auch immer losgefahren, haben die Sachen gekauft, haben immer für Material gesorgt und haben einfach die Hände nicht in die Taschen gesteckt, sondern haben gearbeitet hier, ne? Das hat echt gut funktioniert. Es ist auch nicht spurlos an uns beiden vorbeigegangen, weil das halt echt super, super stressig war. Aber es hat funktioniert. Also zum Beispiel dieses Zimmer, in dem ich hier immer so wundervoll sitze, haben wir nicht renoviert. Das ist noch komplett im Urzustand, aber dadurch, dass wir die anderen Räume renoviert haben, stinkt es hier nicht mehr. Wir haben hier mal ordentlich geschrubbt und sauber gemacht, ne? Ja, dann kann man hier auch ganz normal wohnen. Also das hier ist im Prinzip das kleine Kinderzimmer. Und dann haben wir auch noch ein bisschen, also Richtung Ausgang, ne, haben wir noch das große Kinderzimmer. Irgendwie finde ich, dass ich hier noch ein bisschen Mascara nachlegen muss. Genau. Und die Kinderzimmer haben wir halt noch nicht gemacht, weil wir gesagt haben, naja, wenn ich irgendwann mal dann doch schwanger werde und wir da mal hier Kinder reinsetzen, dann werde ich eh alles anders haben wollen. Deswegen warten wir da noch mit. Ja, und das sind dann halt unsere Hobbyzimmer ganz einfach geworden. Und so sieht jetzt der Augenlook mit Mascara aus. Die Mascara ist ganz schön, ne? Macht jetzt schon ziemlich Länge. Aber sie macht jetzt halt nicht so dieses, also sie macht auch Schwung, aber sie macht halt nicht dieses Wimpernverdichtende, was ich gerne noch zusätzlich hätte, um ehrlich zu sein. Naja, deswegen korrigiere ich hier gerade noch ein bisschen nach. Ja, egal, so bleibt es jetzt. Tada, 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 tada. Genau, und ja, dann sind wir halt hier eingezogen. Und fühlen uns seitdem hier ganz schön wohl, um ehrlich zu sein. Ne? Also es sind immer wieder so Dinge gewesen, die man natürlich noch optimieren musste, wo wir halt noch Hand anlegen mussten, wo wir auch nach wie vor noch Hand anlegen werden. Zum Beispiel von der Garage, das Dach hängt so ein bisschen durch, das müssten wir mal renovieren. Oder hier über mir drüber die Mietwohnung, die müssen wir jetzt demnächst auch mal wieder renovieren, wenn wir sie vermieten wollen, weil ansonsten ist es blöd. Das Mietrecht ist einfach mittlerweile ganz, ganz furchtbar geworden und irgendwie genießen wir das aktuell auch sehr, dass wir eben nicht vermietet haben. Ja, gar nicht so leicht. Und jetzt kommen die Lippen dran. Dafür könnt ihr wieder etwas nach hinten fahren und seht dann das Gesamtkunstwerk von Weitem nochmal. Also ich muss wirklich sagen, dass ich bis auf die Augenbrauen mit dem Look auch sehr, sehr zufrieden bin. Ne? Also das gefällt mir tatsächlich sogar. Die Lidschattenpalette finde ich auch ganz schön. Das sind echt tolle Farben, die ich ja nur mit dem Pinsel aufgetragen habe. Ne? So, Lippenkombi habe ich von Train It Up mir zwei Sachen rausgesucht. Das ist einmal der Lip Liner Contour & Glide Lip Liner in der Farbe 020. Ich glaube, die haben so keine Namensbezeichnungen. Da trage ich mir jetzt den Lip Liner einmal auf. Erfahrungsgemäß kann ich da nicht ganz so viel bei reden, weil ich an meinen Lippen zugange bin. Das ist ein schöner Rosenholzton, ne? Aber sehr, sehr trocken. Die Farbe gefällt mir, das ist halt so eine sehr gefällige Farbe, ne, die ich auch gerne und viel tatsächlich verwende, weil das halt so ein Rosenholzton ist, fast schon Your Lips But Better, ein bisschen nude. Ja, oben muss jetzt auch nochmal dran. Da kriegst du echt ein wenig Farbe von diesem Lip Liner ab, das ist krass, ne, der ist sehr, sehr hart. Sind die gerade? Ich weiß es nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Weil meine Lippen sind, glaube ich, von Natur aus gar nicht so hundertprozentig gerade. Dann struggle ich manchmal so mit dem Lip Liner. Aber ich glaube, so kann es bleiben. Ne? Farbmäßig mag ich das. Aber der Stift an sich ist mir viel zu trocken. Ich finde es cool, dass es einer zum Hochdrehen ist, aber wie gesagt, sehr, sehr trocken. Und dann verwende ich einen metallischen Ton als Lippenprodukt an sich. Das ist der Bronzing Lipstick in der Farbe 005 von Trinidad. Das ist der hier. Der hat auch wirklich so einen shiny Shine. Oh, guckt der hier schon raus? Ja, der hat schon rausgeguckt, ne? Der macht ja Sachen. Ne? Eine schöne Farbe. Also der passt jetzt auch wirklich gut dazu, weil das halt die gleiche Farbe ist, nur halt in Bronzy Shiny Gedönsi. Einer zum Hochdrehen. Trocken.
Aber. Ach, das sieht unglaublich schön aus. Ist jetzt nicht so jedermanns Sache, dieses glänzende auf den Lippen, dieses metallische. Aber mir gefällt das gerade richtig, richtig gut. Ja, das Gefühl auf meinen Lippen ist sehr trocken gerade. Aber ich habe auch so ein bisschen dieses Gefühl von diesem Lipstick hier. Das heißt, es ist nicht so, dass es mir alles an Flüssigkeit raussaugt. Mir gefällt dieser Look wirklich, wirklich gut. Also das ist ein schöner Look, den man mal eben schnell, wenn man nicht so viel dabei quatscht, schminken kann. Die Produkte gefallen mir gut. Das Augenbrauenprodukt muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber jetzt, wenn ich das so im Gesamten sehe, sieht es richtig schön natürlich aus. Also ich finde es cool. Was meint ihr? Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Schreibt mir auch gerne weitere Fragen in die Kommentare rein, auf die ich dann beim nächsten Mal eingehen soll. Und ja, die ich dann im nächsten Style & Talk, Q&A, wie auch immer, mit euch zusammen durchgehen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!